Danke, Frederick. Mr. Chalsom, willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ach, Sie kennen meine Frau ja noch gar nicht. Liebling, das ist Nelly, der gute Geist vom Wilsonhaus. Ohne Nelly geht hier gar nichts. Meine Frau. Guten Tag, Nelly. Wir haben alles nach Ihren Wünschen vorbereitet. Danke. Wir sind froh, dass das Haus einen würdigen Nachfolger gefunden hat. Danke. Mr. Wilson hätte das sicher so gewollt. Ja. Geben Sie her. Andrew? Ja. Ach, Nelly, meine Frau möchte das Haus ein bisschen aufwerten und umgestalten. Wollen Sie heute Abend hier speisen? Es ist alles vorbereitet. Nein, wir gehen aus. Vielen Dank, Nelly. Sie haben es ja gehört. Andrew, was hältst du denn davon, wenn wir die Fassade mit einer tollen Glaspyramide aufpeppen würden? Weißt du, so wie beim Louvre? Ja. Aufpeppen. Das ist doch hier kein Museum. Hier ist die neue Hausherrin. Daran musst du dich gewöhnen. Mr. Chalsom wird ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Das Haus gehört quasi ihr. Er will es ihr schenken. Das Haus? Ja. Als Hochzeitsgeschenk? Wenn ich dir das sage. Sie haben auf der Fahrt darüber gesprochen. Ich konnte es ja auch kaum glauben. Er ist reich und verliebt. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Das Gesicht... Mrs. Chalsom war noch nie hier. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er sein Haar gefärbt hat? Hat er das? Schön, dich zu sehen. Hallo. Oh, Schatz. Gut siehst du aus. Naja, hatte ziemlich viel Stress im Büro. Stell dir vor, das ganze Gebäude ist eine einzige Baustelle. Dann wirst du dich ja beim Klettern wieder schön erholen. Mit guten Traditionen soll man doch nicht brechen. Erst 2 Monate kannst du bleiben. Ist ja herrlich. Wieso ziehst du eigentlich nicht wieder ganz hierher? Mom, ich habe einen gut bezahlten Job in London. Nur der Job? Ja, so langsam habe ich auch fast alle Single-Bars von Soho bis zum Western durch. Ich glaube, in der Liebe haben wir beide kein Glück, was? Immerhin warst du mit Dad über 20 Jahre lang glücklich verheiratet. Danke, dass du mich daran erinnerst. Übrigens, stell dir vor, er hat das Wilson-Haus gekauft. Das gibt's nicht. Ja! Gefällt sie dir? Wenn sie dir gefällt. Ach, es ist wunderschön hier. Der ideale Ort, um zur Ruhe zu kommen. Willkommen daheim. Endlich. Ich liebe Sherry. Liebling, das ist ein Portwein. Der ist über 50 Jahre alt und kommt aus Portugal. Aus Porto. Ist doch egal. Du denkst zu viel. Das beschleunigt beim Mann den Haarausfall, habe ich gelesen. Ach, das ist ja interessant. Oh, oh, Mr. Chalsom, da sind auch schon die ersten lichten Stellen zu sehen. Nun ist es amtlich. Sie werden alt. So. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wer hier alt ist. Ja. Der ist fertig, mein Schatz. Ich werde wohl nie verstehen, warum du aufgehört hast, für die großen Magazine zu arbeiten. Die ganzen Abenteuer auf Reisen, die vielen Eindrücke. Ich werde das immer mit Andrew verbinden. Und irgendwie gehört es auch zu meinem alten Leben. Vermisst du das denn gar nicht? Nein. Nur so Kleinigkeiten. Vielleicht eine Tasse Tee auf der Terrasse des Eastern und Oriental Hotels in Bangkok. Siehst du, ich muss schon wieder an deinen Vater denken. Du hängst immer noch an ihm. Du, ich habe mir mein Leben eigentlich so eingerichtet, dass ich ganz gut ohne ihn klarkomme. Und du weißt wirklich überhaupt nichts von seiner neuen Frau? Nein. Danke, Dr. Gix. Die Kopfschmerzen sind so gut wie weggeflogen. Diese Akupunktur hat mir wirklich Wunder getan. Dr. Halliburton kann sich glücklich schätzen, Sie in seiner Praxis zu haben. Danke, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Dafür sind wir Ärzte doch schließlich da. Ach, das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich, glauben Sie mir. Und deshalb werde ich Sie ganz wärmstens an den Kaffeekreis unserer Seniorengruppe weiterempfehlen. Danke. Ach, und bestellen Sie Ihren Eltern bitte ganz herzliche Grüße von mir. Das mache ich gern. Miss Cunningham. Ach, und ich hoffe, dass Nelly und Frederick nicht allzu verbittert sind wegen dem Haus. Entschuldigung? Na, Mr. Wilsons Haus, es gehört doch eigentlich Ihren Eltern. Meinen Eltern? Ja, sicher. Es war für seine langjährigen Angestellten bestimmt. Der gute Mann hatte ja keine eigene Familie. Wie kommen Sie darauf? Also, ich habe früher gelegentlich als Sekretärin für Mr. Wilson gearbeitet. Damals hat er mir sogar den Entwurf eines Testaments diktiert. Ein Testament? Hm. Ich habe noch nie was davon gehört. Na, außerdem können die beiden mit so einem großen Haus doch gar nicht. Aber wenn ich es doch sage, niemand im Dorf konnte je verstehen, warum Mr. Chalsom das Haus kaufen konnte. Oh, es hat damals viel Tratsch gegeben. Natürlich gebe ich nichts auf dieses ganze Gerede. Ja. Meine Eltern haben nie etwas davon erzählt. Sie werden bestimmt Ihre Gründe dafür haben. Ganz bestimmt. Was kann ich? Doktor? Anne! Justin! Hey, ich hatte ja keine Ahnung, dass... Das gibt's doch gar nicht. Wie geht's dir?
Das sieht gut aus. Wann bist du denn schon wieder zu Hause? Seit gestern. Arbeitest du immer noch für diese Firma in Chelsea? Tag und Nacht. Oh. Ich habe sozusagen gerade das große losgezogen. 2 Monate frei wegen Bauarbeiten. Ah. Ja, ich komme gerade von Miss Cunningham, Patientenbesuch. Also ich arbeite in der Praxis von Dr. Halliburton. Du warst ja nach deinem Studium wie vom Erdboden verschluckt. Ja, 2 Jahre China. Was hast du denn da gemacht? Traditionelle chinesische Medizin. Ich hatte einen Studienplatz in Beijing bekommen. Wow, du warst ja schon immer ein sehr ehrgeiziger Junge. Komm doch mit rein. Ich muss dann wieder nehmen. Die Pflicht ruft. Patientenbesuch. Ja? Wenn du magst, wir könnten ja mal zusammen was essen gehen. Oder ich koche was für dich, wenn du willst. Warum nicht? Chinesisch. Ich ruf dich an. Wir müssen unbedingt Einladungskarten drucken lassen. So, wen willst du denn einladen? Meine Freunde aus Chelsea, Lee und Margaret, Anthony, natürlich Tom, Lisa und Karen, was ganz praktisch ist, weil die drei in einer Rockband spielen. Können wir das nicht alles ein bisschen später machen? Ich kenne die meisten Leute doch gar nicht. Na und? Ich möchte so richtig feiern. So ein großes Haus ist doch zum Feiern da, oder nicht? Ja, ja. Das hätte auch von George kommen können. Komm, ich zeig dir mal was. Von hier aus sind wir immer raus zum Fischen. Das war eine tolle Zeit. Man sagt ja, dass es einen immer an den Ort der Kindheit zurückzieht. Ich fühle mich einfach nur wohl hier, weißt du? Wir hätten schon viel früher hierher kommen sollen. Du bist ja schon ein richtig großes Mädchen geworden. Kleine Johanna, auf Wiedersehen. Hallo, Joanna, du bist aber groß geworden. Ist das nicht ein wundervoller Tag? Ja, soll ich Ihnen was mitbringen? Och, das ist nett von Ihnen. Würden Sie mir ein Kilo Äpfel mitbringen? Für meinen Apfelkuchen. Gut, wird erledigt, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Joghurtbecher für die junge Dame. Mm. Bitte. Und ein Eisbecher für den Herrn Papa. Bitte sehr. Guten Appetit. Andrew, ich liebe dich. Für mich spielt Alter keine Rolle. Noch nicht. Aber wer weiß, in ein paar Jahren. Vielleicht verlässt du mich dann wegen eines Jüngeren. So ein Quatsch. Hätte ich dich denn sonst geheiratet? Ja. 3,55 bitte. Ich hab's leider nicht kleiner. Dankeschön. Oh, sind die nicht traumhaft schön? Ich glaube, ich muss da noch mal rein. Möchtest du vielleicht in der Zeit auf den Markt gucken, ob du Limetten für unseren Cabernet findest? Dein Eis, Sir. Ah, ich nehme noch von den Karotten wieder. Oh, gerne. Hallo. Bitte. So, bitte sehr. Danke. Auf Wiedersehen. Hoppla! Oh. Oh. Diane, schön, dich zu sehen. Und, wie geht's dir? Was machst du so? Es geht mir gut. Was machst du gleich? Ja, shoppen. Wir sind jetzt seit kurzem wieder in England. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wofür? Zum neuen Haus. Oh, danke. Gut siehst du aus. Danke, ich fühle mich auch blendend. Deine Haare. Was ist mit meinen... Ein bisschen Farbe tut manchmal Wunder. Wir waren ein halbes Jahr in Südostasien. Viele tolle Eindrücke, sag ich dir. Am schönsten war es wieder in Bangkok. Wir waren 3 Tage im Eastern in Orient. Stell dir vor, wir haben sogar dieselbe Suite gebucht. Andrew! Ja? Was du die Liebe? Oh! Hallo, Liebling. Darf ich dir Diane vorstellen? Diane, das ist Charlie. Sag mal, hast du nicht Lust, einfach mal vorbeizukommen? Shirley und ich, wir würden uns wahnsinnig freuen. Ich war nicht wie? Es war nett, dich mal wieder gesehen zu haben. Ich rufe dich mal an. Die junge Dame hält uns ganz schön in Kraft. Dad, ich habe da was von einem Testament gehört. Miss Cunningham meint, dass der alte George euch das Haus vererben wollte. Unsinn, das war doch nicht ernst gemeint. Wir die Hausangestellten als die Erben von Würdenhaus. Und der Wechsel? Ja. Warum eigentlich nicht? Wir könnten einen solchen Besitz finanziell gar nicht unterhalten. Das Haus gehört jetzt Mr. Chelsea und wir sind froh und dankbar, dass wir hier leben und arbeiten dürfen. Ist doch aber schon irgendwie komisch, dass es ein Testament geben soll. Glaubt mir, Junge, es ist gut so, wie es ist. Ja. Mit ihr macht er sogar einen Einkaufsfunk. Das hätte er früher nie getan. Stell dir vor, er schleppt sogar ihre Typen. Dad? Ja. Und weißt du was? Er färbt sich die Haare.
Jetzt übertreibst du aber. Doch. Weißt du, es ist so ungerecht. Früher gab es nur die Arbeit. Wir hatten nicht genug Geld und ich... Ich habe ja akzeptiert, dass wir kaum Zeit füreinander hatten. Und dann? Dann ist er zu großem Geld gekommen und jetzt macht er genau das mit dir, wovon ich immer geträumt habe. Er stellt unsere Ehe hin, als wäre sie nur ein lästiges Übel gewesen. Mom, nimm das doch nicht so zu Herzen. Andrew ist doch so einer gar nicht gewachsen. Jetzt sag bloß, du bemitleidest ihn auch noch. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass er wegen so einer unsere Ehe einfach wegschmeißt. Wegen so einer... Mom? Geht's dir gut? So komisch finde ich das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte wahrscheinlich vorher anrufen sollen, nicht? Sag bloß, du hast noch meine Nummer. So oft, wie du dich in den letzten Jahren bei Anne und mir gemeldet hast. Wieso? Ich habe euch doch geschrieben. Ah ja, stimmt. Danke für die vielen interessanten Ansichtskarten. Von unseren gemeinsamen Lieblingsorten. Na ja. Wir hatten auf dem Markt so gut wie keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir so geht. Was macht eigentlich dein Unterricht? Ach, du meinst meine Beschäftigungstherapie, damit ich auf andere Gedanken komme. Gut. Sehr gut sogar. Kann es sein, dass du sauer bist wegen Charlie? Du hast mir nie gesagt, wie jung sie ist. War dir das etwa peinlich? Hm. Wo hast du sie denn aufgegabelt, ha? Ich habe Charlie nicht aufgegabelt. Sie hat sich in mich verliebt. Warum soll mich eine jüngere Frau nicht attraktiv finden? Liebe hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Liebe? Ich verstehe. Schnell noch mal Gas geben, bevor man in die Grube springt. Ich habe nicht vor, so schnell in die Grube zu springen, du. Shirley liebt mich, ich liebe sie, ja? Das hat mit der Angst vor dem Alter überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht mit der Angst, gemeinsam mit der eigenen Frau alt zu werden. Wie du meinst. Schönen Tag noch. Du solltest dein Herz nicht übermäßig belasten. Du wirst bestimmt nicht jünger mit den Jahren. Es geht mir gut, Harry. Du solltest mit deinem ambitionierten Sportprogramm und den Reisen in die tropische Hitze aufhören. Das ist was, wenn man jung und frisch in den Knochen ist, aber nichts für einen Mann in deinem Alter. Seit ich mit Shirley zusammen bin, könnte ich Bäume ausreißen, mein Lieber, ja? Mit Diane war das alles irgendwie ganz anders. Na, das klingt ja, als wäre deine ganze Ehe mit Diane nichts wert gewesen. Unsinn. Diane hatte natürlich auch ihre Qualitäten, aber Charlie, Harry, ich sage dir, Charlie ist wie ein Jungbrunnen für mich, verstehst du? Mit ihr kann man Spaß haben. Ich fühle mich wie neugeboren, verstehst du? Und nur das zählt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da noch andere Dinge gibt. Aber das ist deine Sache. Als dein Arzt muss ich dich aber leider auffordern, mit diesem Spaß kürzer zu treten. Sonst wird aus diesem Spaß ganz schnell ernst. Harry! Hast du schon mal was von einer Eigenhaartransplantation gehört? Nun, in deinem Fall bedeutet das, die Stalltür zu schließen, nachdem die Pferde abgehauen sind. Bis dann, Schatz. Wiedersehen, Doktor. Seine Herzfrequenz ist unregelmäßig. Das ist normal bei ihm. Mr. Chelsom hat schon immer Herzrhythmusstörungen gehabt. Vielleicht könnten wir mit Akupunktur seine Lebensenergie stärken und mit Qigong sein inneres Gleichgewicht. Mr. Giggs, wir sind hier in Cornwall, nicht in China.
Und seine Lebensenergien, mein Lieber, die baut er woanders auf. Beim Bäume versetzen. Ja. Aber Mann, das kann nicht so weitergehen. Ihr zwei seid doch erwachsene Menschen. Das erklär bitte erstmal deinem Vater. Diane, schau zum. Mark. Mark Hamilton. Das ist eine Überraschung. Oh, schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Anne, Mark Hamilton. Anne? Hallo, wir kennen uns aus der Uni in London. Diane war meine Dozentin für Fotojournalismus. Du siehst fantastisch aus. Jetzt erzähl mal, was machst du hier in der Gegend? Stell dir vor, ich arbeite an einem Zyklus über Südengland. Für eine Ausstellung erst hier und dann in London. Das ist ja toll. In London? Da müssen Sie ja richtig gut sein. Ja, ich hatte ja auch die beste Lehrerin. Morgen arbeite ich am Hafen. Komm mich doch mal besuchen. Ich muss jetzt los. Aber wir sehen uns. Morgen? Nur dein Schüler. Anne, Mark und ich verbindet ein ganz besonderes Kunstverständnis. Knackiger Hintern. Und nett ist er auch noch. Beim alten Halliburton stoße ich mit meinen chinesischen Weisheiten auf Granit. Ach, da sind ja tausende alte Erkenntnisse, du weißt, dass sie auch mir das Leben gerettet haben. Dem kann sich auch ein Dr. Halliburton nicht verschließen. Ach, das kann er. Das ist ein sturer Bock. Du musst ein bisschen Geduld haben. Wenn er dir dann die Praxis übergeben hat, dann gehst du deiner eigenen Weg. Wenn er mir die Praxis übergibt, Dad. Woher soll ich denn das Geld für die Praxisübernahme nehmen? Der Bankmensch, mit dem ich gesprochen habe, der macht mir jedenfalls keine großen Hoffnungen, so ganz ohne Sicherheiten. Ich wünschte, der alte George hätte euch das Haus da. Dann stimmt man jetzt besser da. Dr. Halliburton hat eine sehr gut gehende Praxis. Glaub mir, es wird keine Probleme geben. Er wird dich als seinen Nachfolger einsetzen. Ja, wir werden sehen. Wusstet ihr eigentlich, dass Anne wieder da ist? Anne Charlton? Ja. Sie war so ein reizendes Mädchen. Ihr beide hättet so gut zusammengepasst. Mom, du weißt genauso gut wie ich, warum daraus nichts wurde. Wegen deines Studiums. Ja. War nur zu deinem Besten. Du bist ein Arzt geworden. Deine Mutter und ich sind sehr stolz auf dich. Danke. So, lasst euch schmecken. Danke. Versuche immer die Bewegung einzufangen. Das haucht dem Bild ein Leben ein. Diane! Wie du siehst, habe ich mir deine ästhetischen Prinzipien zu eigen gemacht. Ich habe einige deiner Arbeiten in London gesehen. Du hast deinen eigenen Stil entwickelt. Romantisch, emotional und auch dynamisch. Wie du eben. Ein echter Hamilton. Das ist das schönste Kompliment, das ich je gehört habe. Hat aber keinen Grund abzuheben. Aber auf jeden Fall ein Grund, um seine alte Lehrerin auf ein Becher Kaffee einzuladen. Und die alte Lehrerin nimmt an. Genau so würde ich dich gerne ablichten. Auf einem Felsen, dein Blick aufs Meer gerichtet, nur dein Rücken. Der müsste nackt sein. Also Marc, ich glaube, es gibt auch interessantere Motive für dich, oder? Was ist interessant, dass eine schöne Frau und ein schöner nackter Rücken? Das ist doch peinlich. Stell dir vor, irgendjemand sieht das Bild und erkennt mich dann. Also gut, einverstanden. Du bekommst deine Bilderreihe. Von mir aus auch mit nacktem Rücken. Soll ihn doch jeder sehen. Echt? Ja, echt. Jetzt sind sie schon hoch, aber sie müssen wenigstens mitklettern. Sie müssen nur wollen. Na los, halten Sie sich fest. Versuchen Sie, sich links zu halten. Keine Angst, ich hab sie. Kommen Sie, gleich haben Sie es. Halten Sie durch! Warte, ich komme! Dann haben Sie sich wohl ein bisschen zu viel vorgenommen. Danke.
an. Wie geht's dir? Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Ich wusste gar nicht, dass du in Cornwall bist. Wir hätten doch mal wieder zusammen klettern können wie früher. Warum meldest du dich denn nicht? Warum meldest du dich denn nicht? Ich hätte mich über den Besuch meines Vaters sehr gefreut. Wir waren viel unterwegs, Shirley und ich. Wir haben die halbe Welt bereist. Shirley und du. Das scheint auch alles zu sein, was dich noch interessiert. Soll nicht kindisch werden. Kindisch? Weißt du, was kindisch ist? Wenn man mit so einer Jüngeren die halbe Welt bereist, damit niemand etwas davon mitbekommt. Das ist kindisch. Jetzt übertreibst du aber, mein Kind. Hm? Diese Kletterei, machst du das eigentlich nur, um Shirley zu imponieren? Du machst dich doch total zum Affen. Denk doch mal an Mom, wie demütigend das für sie ist. Denkst du sowieso nur an dich. Ich schick der Himmel. Wieso? Hast du vielleicht Benzin? Das hatten wir doch schon mal. Hm? Richtig, der Schulball. Mom hat mir ihren Wagen gegeben und vergessen aufzutanken. Mhm. An dem Abend hatten wir unser erstes Date. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Es war eine verdammt schöne Zeit. So unbeschwert. Keine Verpflichtung. Naja, nicht ganz. Warum hast du damals meine Briefe eigentlich nicht mehr beantwortet? Weil ich das nicht mehr ertragen habe, dich nur noch ein paar Mal in den Semesterferien zu sehen. Ich dachte mal, du hättest eine andere. Nee. Wie sieht's aus? Hm? Lass uns zum Strand fahren. Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen. Mein Vater hat sich für meine Ausbildung finanziell verausgabt. Da konnte ich keinen Rückzieher mehr machen. Und ein chinesischer Arzt hat ihm als jungen Mann das Leben gerettet. Also? Ach, jetzt verstehe ich auch, warum du in China studieren solltest. Ja. Er hat mir richtig Druck gemacht. Aber wenn es um seine eigenen Belange geht, da ist er hilflos. Das ärgert mich einfach. Angeblich wollte der alte George meinen Eltern das Haus vererben. Es soll sogar ein Testament geben, sagt Miss Cunningham. Aber das Haus wie an die Stadt, weil es keine Erben gab. Ja. Und anstatt der Sache mal auf den Grund zu gehen, da kehrt er alles unter den Teppich. Mit so einer Sicherheit im Rücken wäre ich mit einem Schlag alle meine Probleme los. Die Übernahme von Halliburtons Praxis, das wäre ein Klacks. Naja, jetzt gehört das Haus deinem Vater. Du kennst das Haus doch wie deine Westentasche. Ja, bin ja da aufgewachsen. Wieso? Ich könnte dir ja bei der Suche helfen. Ja, wenn das kein überzeugendes Argument ist. Keine Angst. Nelly hat mir versichert, dass er zumindest heute frühzeitig zu Bett geht. Also mach dir deswegen mal keine Sorgen. Ja. So. Also. Ja? Ja. Das Testament. Ja. Muss ja hier irgendwo sein. Ja. 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 Vielleicht. Versteckter Tresor, oder? Oder ein Geheimfach oder irgendwie sowas. Oh Gott. Ist da jemand? Komm mit. Komm. Nelly, sind Sie das?
Hier hat sich der alte George immer zurückgezogen, wenn er seine Ruhe haben wollte. Und du hast dich hier immer heimlich versteckt. Oh ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das bereut habe, von hier weggegangen zu sein. Ich habe dich vermisst. Sehr. Können wir nicht einfach nochmal von vorne anfangen? Es hat sehr weh getan damals. Und auch wenn ich es jetzt verstehe. Wie dich einfach so aufgeben. Das verstehe ich nicht. Schau, sie ist attraktiv und jung. Das erklärt alles. Wenn es dir zu kalt wird, meldest du dich, okay? Ja, es geht mir gut. Ich bin nur ein bisschen nervös. Sitzt wahrscheinlich wieder beim Friseur, statt bei ihrem Mann zu sein. Sie kann doch nicht wissen, was passiert ist. Als Frau spürt man sowas. Sie ist überhaupt an allem schuld. Nelly, sei nicht ungerecht. Ruf da Jan an. Am Ende stirbt er noch. Also nun mal nicht den Teufel an die Wand. Die Nummer. Ja, hier ist die Nummer. Nelly konnte deine Frau nicht erreichen und ich dachte, ich hatte solche Angst, dass sie... Du hast mir in solche Schrecken eingejagt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Du musst dir ein bisschen Ruhe gönnen. Du bist ja schließlich keine 20 mehr. Ich weiß. Ich weiß. Du siehst bezaubernd aus. Ja, im Gegensatz zu dir, mein Lieber. Sie können da nicht rein, hören Sie, lesen Sie sich ein. Können Sie doch nicht etwas verbieten. Es tut mir leid. Diese Dame behauptet, sie sei ihre Frau. Stimmt schon, Schwester. Andrew, mein armer Liebling. Diane. Es tut mir so leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich war noch beim Friseur und ich hatte keinen Empfang auf dem Handy. Ich gehe dann jetzt. Ich habe ohnehin noch tausend Dinge zu tun. Tja, dann. Danke dir, Diane. Wiedersehen, Andrew. Wiedersehen. Ich möchte mal wissen, was du dir dabei gedacht hast, einfach so schlapp zu machen, hm? Er hat keine 20 mehr. Sollte ein bisschen kürzer treten. Wer sagt denn sowas? Die Ärzte. Ach, die. Was wissen die denn schon? Höchstens nach einer Woche darf ich wieder nach Hause. Ach, du wirst sehen. Bald bist du wieder ganz der Alte und im Winter fliegen wir zum Klettern nach Nepal. Wie gefällt dir eigentlich meine neue Frisur? Wir machen gute Fortschritte, Mr. Charlton. Was heißt hier Fortschritte? Wann bin ich wieder voll belastbar?
Sie sind seit einer Woche aus dem Krankenhaus. An Ihrer Stelle wäre ich vorsichtig. Beim nächsten Mal kommen Sie vielleicht nicht so glimpflich davon. Müsst Ihr Ärzte eigentlich immer den Teufel an die Wand malen? In Ihrem Fall haben wir ihn wohl eher verjagt. Und damit er auch weiterhin schon dort bleibt, wo er hingehört, sollte er sich entspannen. Am besten jeden Tag eine Stunde Yoga. Bitte? Damit brauchen Sie meiner Frau gar nicht erst zu kommen. Es geht aber nicht um Ihre Frau, es geht um Sie. Doktor, davon verstehen Sie noch nichts in Ihrem Alter. Wie Sie meinen. Ich habe hier noch eine Kräutermischung für Sie, davon nehmen Sie bitte täglich eine Tasse, wenn Ihre Frau nichts dagegen hat. Wiedersehen, Mr. Scherzer. Wiedersehen, Doktor. Das stinkt ja bestialisch. Na ja, auf jeden Fall hält es den Teufel fern. Guten Tag, Doktor. Na, wie geht's ihm denn? Besser, aber zu ungeduldig. Ich meine, er ist sowas von... Stur. Das haben Sie gesagt. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Andrew. Störe ich dich? Diane. Das ist aber eine schöne Überraschung. Ja, wie geht's? Gut. Hat Justin mir verordnet. Chinesische Kräuter stinken bestialisch. Es ist auch kein Earl Grey, sondern Medizin, Andrew. Ja. Gehen wir ein Stück? Ja. Wo ist denn eigentlich Shirley? Ach, weder beim Friseur oder beim Einkaufen. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Na ja, eine junge Frau hat eben so ihre Bedürfnisse. Jedenfalls bin ich froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Ich danke dir. Vorsicht. Ja. Diane, was du mir damals in deinem Garten erzählt hast, du erinnerst dich. Die Angst, mit dir alt zu werden. Es tut mir leid, ich war verletzt. Du hattest ja recht. Womit? Gut, da lebt man jahrelang aneinander vorbei, verstehst du? Man denkt auch nicht weiter drüber nach. Plötzlich bekommt die Ehe so etwas Endgültiges. Also es kommt auch nichts mehr nach. Bis dass der Tod euch scheidet. Ja, ist das nicht furchtbar? Nein, das ist es nicht. Ehe muss doch keine Sackgasse sein. Und wenn, hast du den Ausweg aus deiner Sackgasse hier längst gefunden? Ja, hab ich. Entschuldigung. Shirley. Ich gehe ja schon. Na komm, lass doch deine Shirley nicht so lange warten. Wiedersehen, Diane. Ich kann nicht einfach absagen. Mary ist meine beste Freundin. Shirley, ich brauch dich jetzt hier bei mir. Ich dachte ja, die war halt nicht viel länger im Krankenhaus. Oh, tut mir leid, dass ich dir damit nicht dienen kann. Ach, Andrew, komm. Ich habe meine alte Clique seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mir ist es wichtig, mit Freunden zu feiern, tanzen, fröhlich sein. Kannst du nicht mal darauf verzichten? Verzichten? Mein Leben lang habe ich verzichten müssen. Seit Tagen geht es nur noch um dich und deine Krankheit. Und ich bleib dabei auf der Strecke. Nur weil ich jetzt etwas kürzer treten muss? Früher warst du jung und lustig. Und jetzt benimmst du dich wie ein alter Mann. Es wird hier geblieben, basta. Shirley? Ich bin dann weg. Schönes Wochenende, Schätzchen. Ich bin Sonntagabend wieder zurück. Haben wir nicht besprochen, dass du heute hier bleibst? Mach's dir doch bei einem Glas von deinem spanischen Portwein gemütlich. Der Portwein kommt aus Porto, wie der Name schon sagt. Und das liegt immer noch in Portugal, Schätzchen. Sie hätte auch einmal zu Hause bleiben können, gerade jetzt. Sie ist jung, Nelly. Sie ist jung, Nelly. Zu jung. Ich bin froh, dass wir uns so schnell über die Ablösesumme für deine Praxis einig geworden sind. Stephen wird ein würdiger Nachfolger. Und glaub mir, er hat keine Flausen im Kopf wie diese chinesische Medizin. Nun ja, ich habe mich noch nicht so recht entscheiden können. Justin rechnet fest damit, die Praxis übernehmen zu können. Niemand ist in der Lage, eine Praxis ohne Startkapital zu übernehmen. Nein, natürlich nicht. Wir haben es aber einig. Komm, Schatz. Mr. Chelsea, Dr. Halliburton ist hier. Harry! Das ist ja eine Überraschung. Ist das jetzt ein Hausbesuch? Du kommst doch sonst nicht unter der Woche, altes Haus. Andrew, wir müssen reden. Ist was mit meinen Laborergebnissen nicht in Ordnung? Oh, nein, 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 mit dir ist alles in Ordnung. Es ist... Eigentlich solltest du ja Aufregung vermeiden, aber... Harry, wir kennen uns jetzt eine halbe Ewigkeit. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, raus damit! Es tut mir leid, Andrew. Es geht um deine Frau. Gestern war ich im Porthmaster Hotel. Ich habe dort mit Dr. Roberts und Stephen über die Übernahme meiner Praxis gesprochen.
Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Ich bin mit Mrs. Chelsea verabredet. Shawnee Chelsea. Nein, es tut mir leid. Wir haben keine Buchung unter diesem Namen. Ah ja. Danke. So, ja. Seid ihr geheiratet? Schauen Sie doch bitte mal unter dem Namen Reynolds. Shawnee Reynolds. Ja, sie ist hier. Oder zumindest war sie's. Sicher in Begleitung ihres Gatten. Ja, ein sehr charmantes Paar. Da haben Sie ja wirklich Pech gehabt. Sie haben sie gerade verpasst. Ja, sieht so aus. Wiedersehen. Wiedersehen. Also nach. Nenn es, wie du willst. Für mich steht jedenfalls fest. Ist ja toll. Da unternehme ich einmal was und schon bist du eifersüchtig. Ist dir eigentlich klar, was ich alles für dich tue? Ist dir eigentlich klar, was ich alles für dich tue? Seit Tagen machst du hier einen auf Pflegefall. Ich komme mir schon vor wie im Altenheim. Gut, dann schlage ich vor, dass wir in verschiedenen Zimmern nächtigen. Ich möchte dir nicht zumuten, neben einem Pflegefall zu schlafen. Nicht nötig. Ich brauche dein Bett nämlich nicht. Charlie! Wir sollten uns eine Weile aus dem Weg gehen. Willst du dich etwa von mir trennen? Ich möchte, dass du mal über den Wert unserer Ehe nachdenkst. Ich mache dir einen besseren Vorschlag. Warum ziehst du nicht einfach aus? Darüber beginne ich ernsthaft nachzudenken. Dann kannst du dieses Haus ja in ein Freudenhaus verwandeln. Die passende Veranlagung hast du ja. Und diese Spießer Nelly und Frederick kannst du auch gleich mitnehmen. Was mit seiner Yacht? Und er hat nicht gesagt, wie lange er bleiben wird. Ja, gut. Danke, Nelly, dass Sie mich angerufen haben. Zum Frühstück komme ich wohl zu spät. Das nächste gibt es erst morgen früh. Im Augenblick könnte ich nur eine Tasse Tee anbieten. Was für eine verlockende Alternative. 4 Wochen bis runter ins Mittelmeer. Und ich habe dabei nicht nur die schönsten Küsten Europas kennengelernt, sondern auch mich selbst wieder neu entdeckt. Ah, darauf bin ich aber gespannt. Ja. Ich kann heute sehr gut nachvollziehen, wie du dich damals gefühlt haben musst. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich könnte alles wieder rückgängig machen. Schau, Andrew, wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber vielleicht gibt es uns eine zweite Chance. Ja. Was hältst du denn davon, wenn dein Ex-Mann mal wieder für dich kocht? Was, du? Ja, das glaube ich nicht. Warum? Charlie kann nicht kochen. Also was blieb mir anders übrig, als einen Kochguss zu belegen? Oh, hoppla. Oh. Wozu doch so eine Trennung gut sein kann, was? Ja. Entschuldige. Ich werde dir zeigen, dass ich nicht nur Wasser kochen kann. Was hältst du denn von heute Abend bei mir? Oder bist du schon verabredet? Nein, bin ich nicht. Dann ist das ja heute mein Glückstag. Und Shirley? Shirley ist unterwegs.
haben. Und Nelly und Frederik haben ihren freien Tag, also? Sturmfreie Bude. Er ist von seiner Bootstour zurück. Unmöglich, wir können uns nicht sehen. Ich habe gerade aus dem Hotel ausgecheckt. Ja, wir müssen vorsichtig sein, oder willst du etwa das Haus aufs Spiel setzen? Ja, ich fahre jetzt erstmal zurück zu meiner Freundin Mary, damit er mich da erreichen kann. Als Alibi sozusagen. Ja. Okay, bis dann. Wer hätte das gedacht, dass du mich einmal bekommst? Ja. Warum lesen Jumbos? Mhm. Dass du dabei so entspannt zuschauen kannst. Ich hätte das schon viel früher tun sollen, also dann wär's das eine oder andere erspart. Eine Fürsorglichkeit muss dich ja schon ganz schön genervt haben. Und dich mein unwiderstehlicher Egoismus. Na ja, vielleicht haben wir beide etwas dazugelernt. Hm? Ah, glaubst du, das ist in unserem Alter noch möglich? Probier mal. Mein lieber Schatz, wenn du in deinem hohen Alter noch so gut kochen lernst, dürfte alles andere kein Problem sein. Vielen Dank. Das war ein schöner Tag. Ja, und ein schöner Abend. Vielleicht sollten wir das mal wiederholen. Ja, dann vielleicht morgen bei mir. Abgemacht. Ja, wiedersehen. So haben wir uns ja noch nie verabschiedet. Dann eben dreimal. So macht man das in Frankreich, wenn man jemanden besonders mag. Ah, verstehe. Aber einmal richtig wäre mir lieber. Was ist denn? Psst. Glauben. Jetzt betrügt er seine Frau mit seiner Frau. Ach, Nelly, du bist altmodisch. Mit Charlie ist er zwar verheiratet, aber Diane ist seine Frau. Das ist der Unterschied. Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Schau mal, was ich im Garten gefunden habe. Sind das nicht Dads Initialen? Frühstückst du mit mir? Mom? Ja. Ja, dein Vater hat mich gestern besucht. Wir haben einen wunderschönen Tag miteinander verbracht. Stell dir vor, er hat sogar für mich gekocht. Was? Gekocht? Und gar nicht schlecht. Und es ist ihm einiges klar geworden, seine Ehe mit Shirley. War ein Fehler und jetzt wird alles wieder gut. Ich weiß. Das klingt ja fast so, als würdest du es mir nicht gönnen, ne? Doch, Mom, von Herzen. Ich will nur nicht, dass er dich wieder verletzt. Sei doch nicht so pessimistisch. Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch. Und ein wenig mehr Realismus könnte dir auch gut tun. Du, dein Vater ist wie verwandelt, glaub mir. Schön für ihn. Aber wie ich diese Shirley einschätze, Frauen wie die geben sich nicht einfach so geschlagen. Wieso? Sie hat doch ihn verlassen. Meinst du wirklich, sie gibt das alles einfach so auf? Die finanzielle Sicherheit, das Leben im Luxus, das Haus? Ach, und wenn schon. Dann soll es eben so sein. Justin, wissen deine Eltern eigentlich, dass wir nach dem Testament suchen? Nein. Schau mal. Das ist Wilsons Tagebuch. Was ist das? Guck mal. Ist da jemand? Das kann warten. Schau dir das an. Justin und Anne in der Sandkiste. Die müssen damals schon verliebt ineinander gewesen sein. Hast du das gewusst? Ich mache uns noch eine Flasche Wein auf, ja? Ich habe mich so sehr angestrengt, jemand anders zu sein, dass ich ganz vergessen habe, was ich wirklich will. Nämlich dich. Und zwar ganz für mich allein. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, Andrew. Aber es ist so viel passiert. Wollen wir nicht noch mal von vorne anfangen?
Lass uns doch einfach ab. Auf einer Insel nur wir beide. Hm? Michel. Wo ist denn unsere Kette? Die hast du doch damals Tag und Nacht getragen. Ich hab sie nicht mehr. Hast du sie verloren? Nein. Nein, ich hab sie sozusagen begraben. Begraben? Ja. An dem Tag, als du mir von Shirley erzählt hast, ich war so wütend, ich hab sie ins Meer geschmissen. Das nenne ich konsequent. Konsequent? Frag nicht, wie oft ich sie seither vermisst habe. Aber sie liegt für immer auf dem Meeresboden begraben. Es war für mich wie ein Symbol, verstehst du? Unsere Liebe war damit begraben. Für immer. Das stimmt nicht. Wir haben uns beide etwas vorgemacht. Kater der Nachbarin. Können wir gehen besser ins Schlafzimmer? Da sind wir sicher. Das ist eine gute Idee. Weißt du, früher hatte ich immer die Angst, dir irgendwann über den Weg zu laufen. Und jetzt habe ich die Angst, dich wieder hergeben zu müssen. Du musst mich nicht wieder hergeben, nie wieder. Das verspreche ich dir. Ma, schläfst du schon? Wir müssen jetzt ganz leise sein. Mein Schatz. Wir müssen Anne mit der Neuigkeit aber nicht gleich überfallen. Wie sich die Zeiten ändern. Früher war sie es doch, die sich immer heimlich davongeschlichen hat. Ja. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Wenn schon, denn schon. Leb wohl, mein Romeo. Leb wohl, Geliebte. Wir sehen uns am Hafen. Und ich freue mich drauf. Herzlichen Glückwunsch, Sie erwarten Nachwuchs. Und wegen der Übelkeit, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Das ist völlig normal. Ich schreibe Ihnen ein paar Kräutertees auf und dann kriegen wir die Sache in den Griff. In welcher Woche bin ich denn? Vom Zeitpunkt der Perzeption angerechnet, in der dritten. Ach, das kann nicht sein. Sie müssen sich täuschen. Ich bin schon länger schwanger. Dritte Woche, das ist eindeutig. Sie haben doch Schweigepflicht, oder? Natürlich. Tja, dann behalten Sie das mal hübsch für sich. Wissen Sie, Andrew und ich, wir fangen ein neues Leben an. Dr. Gates, Miss Chelsom ist hier. Ja, sie kann gleich kommen. Diane Chelsom? Anne, wir sind befreundet. Tja, dann denken Sie an Ihre Schweigepflicht. Bitte. Anne, wie schön, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Shirley Chelsom, ich bin sozusagen Ihre neue Stiefmutter. Kommen Sie uns doch bald mal besuchen. Andrew und ich würden uns wirklich wahnsinnig freuen. Auf bald, hoffe ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was war das denn gerade? Shirley und dein Vater sind wohl wieder zusammen.
Was? Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Hier, Wilsons Tagebuch. Was ist damit? Lies die markierten Stellen. Wir sprechen später. Ich muss jetzt zu Mom. Ist aber ganz schön viel für einen Tag, du. Nur für den Fall, dass wir irgendwo stranden sollten. Ach, stranden? Auf einer einsamen Insel? Vielleicht. Proviant ist ja reichlich vorhanden. Für mehrere Jahre. Ja, die wir dann optimal nutzen könnten. Entschuldige. Hallo? Ach, du bist es. Ja. Um was geht's denn? Wie dringend. Ja, ich komme. Diane? Ja? Es tut mir leid, Liebling, aber wir müssen unseren Turn um ein paar Stunden verschieben. Shirley? Ja. Sie muss unbedingt mit mir reden. Und du? Ich auch. Ich will einen Tisch machen, und zwar endgültig, ja? Es dauert nicht lang, ich rufe dich an. Für mich ist diese Ehe jedenfalls beendet. Ich habe in letzter Zeit viel über uns nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass... Andrew, ich bin schwanger. Ich erwarte ein Kind von dir, Andrew. Das habe ich mir doch immer so gewünscht. So, das ist mir aber neu. Und wer sagt, dass das Kind von mir ist? Untersteh dich. Ich bin im zweiten Monat. War ich in Malaysia etwa mit einem anderen Mann zusammen? Für Sie. Es ist Mrs. Charlson. Mrs. Diane Charlson. Es geht jetzt nicht. Ich rufe zurück. Sie ist also wieder zurück. Na gut. Gut, Nelly, danke vielmals. Wiederhören. Mom, willst du nicht rangehen? Nein, ich kann jetzt nicht mit ihm reden. Sie sind wieder zusammen. Tut mir leid, Mom. Ich verstehe es nicht. Ich komme so ausgenützt vor. So dumm. Seine ganzen Versprechungen. Es war eine einzige Lüge. Warum hat er sie nicht fortgeschickt? Er hat mir doch gesagt, er liebt sie nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Mann, du musst mit Ted reden. Vielleicht ist es nur ein Missverständnis. Ja, du hast recht. Aber auf dieses Missverständnis bin ich gespannt. Und er soll mir dabei in die Augen sehen. Na ja. Was ist passiert, Andrew? Es hat sich Grundlegendes verändert. Shirley ist wieder bei dir. Ja. Ich bin auch ganz durcheinander, ich. Ja, das merkt man. Bitte, Diane. Andrew, du hast mir doch gesagt, es sei dir klar geworden, dass du mich liebst. Ja, aber... Und dass die Ehe mit Shirley ein Fehler war. Diane. Andrew, ich hab dir geglaubt. Nein, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll, ich... Diane, ich werde noch mal Vater. Shirley erwartet ein Baby und ich kann mich der Verantwortung nicht entziehen. Nein, das kannst du nicht. Das kannst du wirklich nicht. Deine Haut gleicht dem Hauch einer sanften Morgenbrise. Dein Mund verzaubert mich. Du verzauberst mich, meine Geliebte. Erspar mir den Rest an Wilson, ist ein Schriftsteller für Groschenromane verloren gegangen. Der alte George hatte eine Geliebte. Ich fass es nicht. Überleg doch mal, was würdest du tun als alter alleinstehender Knacker, wenn du so in eine Frau verschossen wärst?
Ich würde sie vielleicht heiraten. Ich würde ihr das Haus vererben. Vielleicht. Was weiß ich. Aber sein Haus fiel an die Stadt. Da stimmt doch was nicht. Wer ist diese Frau? Wenn ich sie wäre, ich hätte mich doch nach seinem Tod gemeldet. Es gibt doch noch Georges altes Telefonbuch. Nelly hat's aufbewahrt. Worauf wartest du denn noch? Besorg dir das unauffällig von ihr. Heute Abend ist die Eröffnung. Komm doch einfach mit. Auf keinen Fall, Harry. Ich kann dir nicht mehr in die Augen sehen. Du liebst Diane immer noch. Und wenn schon. Wer sagt, dass du bei Shirley bleiben musst? Shirley erwartet ein Kind von mir. Und ein Kind gehört nun mal zu seinem Vater. Ich kann mich der Verantwortung nicht entziehen. Und was sagt Diane? Diane sagt, in meinem Leben gleicht sich alles aus. Ich schätze mal, das ist meine Quittung. Toi, 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 für deine erste Vernissage. Du bist nicht nur eine wunderschöne Frau, du bist auch ein wunderbarer Mensch. Und egal was ist, ich bin immer für dich da. Danke, Marc. Ich danke dir so sehr. So, jetzt müssen wir aber los, deine Gäste warten. Der Hit. Dad hat sich aber nicht hergetraut. Komm, Ben, sei doch nicht sauer. Ich bin es auch nicht. Er wird Vater. Der trägt dafür die volle Verantwortung. Und auch wenn es komisch klingen mag, genau aus diesem Grund liebe ich umso mehr. Das nennt man wahre Liebe. Mhm. Bewundernswert ist mir aber eine Spur zu selbstlos. Ben, ist dein Leben. Was ist mit deinem Justin? Noch klammert er nicht. Und mir scheint, er will auch nicht nur das eine. Diane, ein so schönes Bild. Was für eine Überraschung. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie sich für Kunst interessieren. Ich finde, wir sollten ein für alle Mal das Kriegsbeil begraben. Hm? Jetzt, wo wir doch alle eine große Familie sind und Nachwuchs erwarten. Und ich dachte, ihr freut euch. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Wer von den Gentlemen hätte denn die Güte, mich nach Hause zu fahren? Es wäre mir eine Ehre. Es geht ihr gut. Sie hat nur eine leichte Gehirnerschütterung. Ich habe Shirley etwas zur Beruhigung gegeben. Sie schläft jetzt. Aber... Ja? Shirley hat ihr Baby verloren. Es tut mir so leid. Weiß sie schon? Ja. Und? Hast du irgendeinen Hinweis in seinem Adressbuch gefunden? In seinem Kalender stand doch immer was von den zauberhaften Stunden mit S. S und SR. Vielleicht hatte er mehrere Geliebte. Ich habe hier was gefunden. Was? SR. Warte. Du kannst doch nicht einfach anrufen. Klar kann ich. Ja, hallo. Mein Name ist Anne Schelzen. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Nummer habe. Mit wem spreche ich denn? Audrey Black. Ah, tut mir leid. Sie sind erst seit einem Jahr. Und Ihre Vormieter? Vielen Dank. Entschuldigen Sie die Störung, Miss Black. Danke. Und? Andrew. Hallo, Shirley. Wie fühlst du dich? Ach, Andrew, es ist furchtbar. Ja. Es tut mir sehr leid mit dem Kind. Das ist schrecklich. Dr. Halliburton sagt, dass ich bald wieder auf den Beinen bin. Also, es macht dir nichts aus, dass unser... Ach, Andrew, ich bin jung. Ich werde das schon überstehen. Ich hoffe nur, dass hier keine Narbe bleibt. Bestimmt nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich bin noch bei meinen Eltern, fahre aber gleich los, ja? Nein, ich habe noch nicht wieder mit der Bank gesprochen. Entschuldigung? Dr. Halliburton, Sie sagt noch aber, dass ich die Praxis übernehmen kann, wenn Sie... Gut. Nur noch zwei Wochen. Verstehe. Wiederhören.
hier los? Das teure Buch. Aus der Traube. Wovon redest du? Ellie Byrne übergibt die Praxis jemand anderen. Ich kann die Ablösesumme nicht bezahlen. Es gibt vielleicht noch einen Weg. Was für einen Weg? Soll ich nochmal zur Bank gehen, mich auslachen lassen? Ich bin in 2 Wochen meine Arbeit los. Ich glaub das nicht. Ich kann das nicht glauben. Dad, ich hab's in seinem Tagebuch gelesen. George war mit einer Shirley Reynolds zusammen. Ja, er hatte mal eine Geliebte namens Shirley. Aber vielleicht ist das auch alles nur ein dummer Zufall. Ich meine, Reynolds gibt's wie Sand am Meer. An solche Zufälle glaube ich nicht. Na gut, wir werden das herausfinden. Die Einzigen, die das wissen können, sind Nellie und Frederick. Ich hab's gefunden. Erinnerst du dich, Frederick? Mir ist ihr Gesicht vom ersten Tag an irgendwie bekannt vorgekommen. Die Frau dort neben ihm war seine geliebte Shirley Reynolds. Er war lange mit ihr zusammen, aber soviel ich weiß, haben sie sich im Streit getrennt. Erst wollte er sie heiraten, aber als er erfuhr, dass sie ein uneheliches Kind hatte, hat er die Beziehung beendet. Das gab ziemlich viel böses Blut damals. Die Kleine hier. Ja, natürlich. Die hieß auch Shirley. Das weiß ich jetzt ganz sicher. Wisst ihr, was ich glaube? Shirley hat es von Anfang an nur auf das Haus abgesehen. Ihre Mutter hat es damals nicht bekommen. Und jetzt hat es die Tochter. Du meinst, Shirley wollte sich dafür rächen, dass Mr. Wilson ihre Mutter verstoßen hat? Ich weiß von Justin, dass George euch das Haus vermachen wollte. Ich wünschte, es wäre so. Was denn? George wollte Ihnen das Haus vererben? Warum weiß ich nichts davon? Zumindest hat er oft davon gesprochen. Aber gibt es da nichts Schriftliches? Hat er ja nicht irgendwo ein Geheimfach oder ein Safe? Ich wollte nicht, dass sich unser Leben ändert. Und dabei hat sich schon alles geändert. Charlie würde uns am liebsten rausschmeißen. Justin, Dr. Halliburton gibt ihm die Praxis nicht. Frederick, was redest du da? Es tut mir leid, Nelly. Ist das das Testament? Ja. Ich sollte es dem Notar übergeben. Ich, George Wilson, setze meine über all die Jahre treuen Angestellten, Nelly und Frederick Giggs, als meine alleinigen Erben ein. Herzlichen Glückwunsch. Sie wollte nur das Haus. Und ich dachte immer, sie wollte mir zuliebe hierher ziehen. Die ganze Zeit mit ihr eine einzige Lüge. Und das Größte ist, ihr gehört das Haus. Was? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich wollte sie absichern. Wie kann man nur so blöd sein? Moment mal. Mit dem Testament ist der Kaufvertrag null und nichtig. Du bekommst wahrscheinlich nicht das ganze Geld zurück, aber... Charlie würde leer ausgehen? Ja, das Haus steht ihr nicht zu. Es gehört Nelly und Frederick. Dann könnte Justin sich ja hier eine Praxis einrichten. Dad? Ja? Ich liebe ihn. Mach dir keine Sorgen, ich bring das alles in Ordnung. Shirley kommt morgen aus der Klinik. Zum Glück keine Narben. Wie lange war deine Mutter mit Wilson zusammen? Ich weiß alles, du brauchst dich gar nicht rauszureden. Warum hat er sie verlassen? Er wollte sie heiraten. Und dann erfuhr der gute alte George, dass meine Mutter ein Kind hatte. Nicht. Er hat sie verlassen. Und sie gab mir die Schuld. All die Jahre hat sie es mich spüren lassen. Ich habe mir nur zurückgeholt, was mir zusteht. Ich hoffe nur, dass ich dir eines Tages die Gier nach all dem Luxus verzeihen kann, aber dass du mir 2 Jahre meines Lebens und meiner Liebe gestohlen hast, das ist unverzeihlich. Liebe? Was ist das schon? Du bist so naiv. Du hattest doch auch deinen Spaß, genau wie George mit meiner Mutter. Du hast mich die ganze Zeit über belogen. Belogen, dass ich nicht lache. Das ganze Leben ist eine einzige Lüge. Oder glaubst du wirklich, dass das Kind von dir war?
Du packst morgen deine Sachen und verlässt dieses Haus. Das Haus gehört mir. Schon vergessen? Du hast es mir überschrieben. Ich gebe dir trotzdem den guten Ratschlag. Pack schon mal deine Koffer. Wie konnte der nur auf diese Schale reinfallen? Zum Reinfallen gehören immer zwei. Weißt du, Andrew hat völlig überstürzt geheiratet. Diese Shirley muss eine furchtbare Kindheit gehabt haben. Armer Andrew. Ich hoffe, er kommt endlich zur Vernunft. Ich würde sie auf die Straße setzen. Für einen Moment habe ich gedacht, es könnte alles wieder so werden wie früher. Aber das kann es doch. Wenigstens hat eine Chasm ihren Traumprinzen gefunden. Ausnahmsweise hat eine Chasm Glück in der Liebe. Ja, dann lauf. Justin! Anne! Ein Gutes hat das Ganze doch. Wir haben ein Testament gesucht und uns gefunden. Ja, das ist wie Yin und Yang. Shirleys dunkle Seite hat tatsächlich etwas Helles, etwas Positives hervorgebracht. Ich werde mich trotzdem nicht bei ihr bedanken. Wieso hab ich das? Ich hoffe, sie hat gerade ihre Koffer gepackt. Und wie ist es mit dir? Hast du deine schon gepackt? Ich meine, wann musst du zurück nach London? Also eine Brieffreundschaft wie damals kannst du dir abschminken. Einmal reicht. Ich könnte mir schon vorstellen, in London als Arzt zu arbeiten. Ich meine, wenn du das auch willst. Vielleicht finde ich sie auch hier viel schöner. Heißt das? Ja. Eine schöne Frau. Ja, wer diese Schönheit so gut einfängt, der muss etwas für sie empfinden. Jemand, der das erkennt, auch. Es klingt verrückt, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemand anders gibt, der sich in die eigene Frau verliebt. Ich bin mir sicher, dass es sehr viele Männer gibt, die sich in Diane verlieben würden. Ich fürchte, ich habe sie für immer verloren. Wenn man was verloren hat, dann kann man es wiederfinden. Und dann will ich daran festhalten. Für immer. Ach, Mark, das wäre aber nicht notwendig gewesen. Andrew! Diane. Verzeih, Diane, dass ich dich so schamlos überfalle. Ich bin wahrscheinlich der Letzte, den du erwartet hast. Diese wunderschönen Blumen. Ich weiß aber auch, dass jede Stunde zählt und dass ich die Stunden, die ich in diesem Leben noch habe, mit dir verbringen will. Am liebsten alle. Jede einzelne. Trau dich nur. Unser Herz. Unsere Liebe ist nicht tot, Diane. Nein, das ist sie nicht. Das war sie auch nie. Aber sag mal, wo hast du denn unsere Kette gefunden? Stell dir vor, unser Juwelier von damals existiert noch. Was alt macht neu? Ist das nicht ein schönes Symbol? Da ist noch eine Verabredung offen, erinnerst du dich? Die einsame Insel. Meinst du nicht, dass es dafür ein wenig zu spät ist? Seid ihr denn wieder zurück? Spätestens, wenn unsere ganzen Vorräte aufgebraucht sind. Wahrscheinlich erst in ein paar Jahren. Ich wünsche euch so viel Spaß. Ich danke dir, mein Schatz. Und nochmals vielen Dank, Mr. Charlton. Danken Sie nicht mir, Nelly, sondern Mr. Wilson. Und das gehört jetzt alles uns. Was sollen wir denn mit einem so riesigen Anwesen? Oh, ich wüsste da schon jemand.
Er braucht viel Platz für eine Praxis, in der man die östliche und die westliche Medizin praktizieren kann. Hm? Mr. Chatham. Aber das müsst ihr unter euch ausmachen. Ich bin nämlich verabredet. Für den Rest meines Lebens. Hey, Frederick. Mr. Chalsom, willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ja. Ach, Sie kennen meine Frau ja noch gar nicht. Liebling, das ist Nelly, der gute Geist vom Wilsonhaus. Ohne Nelly geht hier gar nicht. Meine Frau. Guten Tag, Nelly. Wir haben alles nach Ihren Wünschen vorbereitet. Danke. Wir sind froh, dass das Haus einen würdigen Nachfolger gefunden hat. Danke. Mr. Wilson hätte das sicher so gewollt. Ja. Geben Sie her. Andrew? Ja. Ach, Nelly, meine Frau möchte das Haus ein bisschen aufwerten und umgestalten. Wollen Sie heute Abend hier speisen? Es ist alles vorbereitet. Nein, wir gehen aus. Vielen Dank, Nelly, Sie haben es ja gehört. Andrew, was hältst du denn davon, wenn wir die Fassade mit einer tollen Glaspyramide aufpeppen würden? Weißt du, so wie beim Louvre? Ja. Aufpeppen? Das ist doch hier kein Museum. Sie ist die neue Hausherrin. Daran musst du dich gewöhnen. Mr. Chelsea wird ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Das Haus gehört quasi ihr. Er will es ihr schenken. Das Haus? Ja. Als Hochzeitsgeschenk? Wenn ich dir das sage. Sie haben auf der Fahrt darüber gesprochen. Ich konnte es ja auch kaum glauben. Er ist reich und verliebt. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Das Gesicht... Mrs. Chelsea war noch nie hier. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er sein Haar gefärbt hat? Hat er das? Schön, dich zu sehen. Hallo. Oh, gut siehst du aus. Naja, hatte ziemlich viel Stress im Büro. Stell dir vor, das ganze Gebäude ist eine einzige Baustelle. Dann wirst du dich ja beim Klettern wieder schön erholen. Mit guten Traditionen soll man noch nicht brechen. Erst 2 Monate kannst du bleiben. Das ist ja herrlich. Wieso ziehst du eigentlich nicht wieder ganz hierher? Mom, ich habe einen gut bezahlten Job in London. Nur der Job? Ja, so langsam habe ich auch fast alle Single-Bars von Soho bis zum West End durch. Ich glaube, in der Liebe haben wir beide kein Glück, was? Immerhin warst du mit Dad über 20 Jahre lang glücklich verheiratet. Danke, dass du mich daran erinnerst. Übrigens, stell dir vor, er hat das Wilson-Haus gekauft. Das gibt's nicht. Ja! Gefällt sie dir? Wenn sie dir gefällt. Ach, es ist wunderschön hier. Der ideale Ort, um zur Ruhe zu kommen. Willkommen daheim. Endlich. Ich liebe Sherry. Liebling, das ist ein Portwein. Der ist über 50 Jahre alt und kommt aus Portugal. Aus Porto. Ist doch egal. Du denkst zu viel. Das beschleunigt beim Mann den Haarausfall, habe ich gelesen. Ach, das ist ja interessant. Oh, Mr. Chelsea, da sind auch schon die ersten lichten Stellen zu sehen. Nun ist es amtlich. Sie werden alt. So. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wer hier alt ist. Ja. Der ist fertig, mein Schatz. Ich werde wohl nie verstehen, warum du aufgehört hast, für die großen Magazine zu arbeiten.
Die ganzen Abenteuer, auch Reisen, die vielen Eindrücke. Ich werde das immer mit Andrew verbinden. Und irgendwie gehört das auch zu meinem alten Leben. Vermisst du das denn gar nicht? Nein, nur so Kleinigkeiten. Vielleicht eine Tasse Tee auf der Terrasse des Eastern und Oriental Hotels in Bangkok. Siehst du, ich muss schon wieder an deinen Vater denken. Du hängst immer noch an ihm. Du, ich habe mir mein Leben eigentlich so eingerichtet, dass ich ganz gut ohne ihn klarkomme. Und du weißt wirklich überhaupt nichts von seiner neuen Frau? Nein. Danke, Dr. Giggs. Die Kopfschmerzen sind so gut wie weggeflogen. Diese Akupunktur hat mir wirklich Wunder getan. Dr. Halliburton kann sich glücklich schätzen, Sie in seiner Praxis zu haben. Danke, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Dafür sind wir Ärzte doch schließlich da. Ach, das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich, glauben Sie mir. Und deshalb werde ich Sie ganz wärmstens an den Kaffeekreis unserer Seniorengruppe weiterempfehlen. Danke. Och, und bestellen Sie Ihren Eltern bitte ganz herzliche Grüße von mir. Das mache ich gern. Miss Cunningham. Ach, und ich hoffe, dass Nelly und Frederick nicht allzu verbittert sind wegen dem Haus. Entschuldigung? Na, Mr. Wilsons Haus, es gehört doch eigentlich Ihren Eltern. Meinen Eltern? Ja, sicher. Es war für seine langjährigen Angestellten bestimmt. Der gute Mann hatte ja keine eigene Familie. Wie kommen Sie darauf? Also, ich habe früher gelegentlich als Sekretärin für Mr. Wilson gearbeitet. Damals hat er mir sogar den Entwurf eines Testaments diktiert. Ein Testament? Ich habe noch nie was davon gehört. Außerdem können die beiden mit so einem großen Haus... Aber wenn ich es doch sage, niemand im Dorf konnte je verstehen, warum Mr. Chelsea das Haus kaufen konnte. Oh, es hat damals viel Tratsch gegeben. Natürlich gebe ich nichts auf dieses ganze Gerede. Ja. Meine Eltern haben nie etwas davon erzählt. Sie werden bestimmt ihre Gründe dafür haben. Ganz bestimmt. Was kann ich denn? Doktor? Justin! Hey, ich hatte ja keine Ahnung, dass... Das gibt's doch gar nicht. Mensch, wie geht's dir? Du siehst gut aus. Wann bist du denn schon wieder zu Hause? Seit gestern. Arbeitest du immer noch für diese Firma in Chelsea? Tag und Nacht. Oh. Ich habe sozusagen gerade das große losgezogen. 2 Monate frei wegen Bauarbeiten. Wow. Oh. Ja, ich komme gerade von Miss Cunningham, Patientenbesuch. Also ich arbeite in der Praxis von Dr. Halliburton. Du warst ja nach deinem Studium wie vom Erdboden verschluckt. Ja, 2 Jahre China. Was hast du denn da gemacht? Traditionelle chinesische Medizin. Ich hatte einen Studienplatz in Beijing bekommen. Wow. Du warst ja schon immer ein sehr ehrgeiziger Junge. Komm doch mit rein. Ich muss dann wieder nehmen. Die Pflicht ruft. Patienten besuchen. Ja? Wenn du magst, wir könnten ja mal zusammen was essen gehen. Oder ich koche was für dich, wenn du willst. Warum nicht? Chinesisch. Ich ruf dich an. Wir müssen unbedingt Einladungskarten drucken lassen. So, wen willst du denn einladen? Meine Freunde aus Chelsea, Lee und Margaret, Anthony, natürlich Tom, Lisa und Karen, was ganz praktisch ist, weil die drei in einer Rockband spielen. Können wir das nicht alles ein bisschen später machen? Ich kenne die meisten Leute doch gar nicht. Na und? Ich möchte so richtig feiern. So ein großes Haus ist doch zum Feiern da, oder nicht? Ja, ja. Das hätte auch von George kommen können. Komm, ich zeig dir mal was. Von hier aus sind wir immer raus zum Fischen. Das war eine tolle Zeit. Man sagt ja, dass es einen immer an den Ort der Kindheit zurückzieht. Ich fühle mich einfach nur wohl hier, weißt du? Wir hätten schon viel früher hierher kommen sollen. Du bist ja schon ein richtig großes Mädchen geworden. Kleine Johanna, auf Wiedersehen. Hallo, Joanna, du bist aber groß geworden. Ist das nicht ein wundervoller Tag? Ja, soll ich Ihnen was mitbringen? Och, das ist nett von Ihnen. Würden Sie mir 1 Kilo Äpfel mitbringen? Für meinen Apfelkuchen. Gut, wird erledigt, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Joghurtbecher für die junge Dame. Mm. Bitte. Und ein Eisbecher für den Herrn Papa. Bitte sehr. Guten Appetit. Andrew, ich liebe dich. Für mich spielt Alter keine Rolle. Noch nicht. Aber wer weiß, in ein paar Jahren. Hm? Vielleicht verlässt du mich dann wegen eines Jüngeren. So ein Quatsch. Hätte ich dich denn sonst geheiratet? Hm? Leider nicht kleiner. Dankeschön. Oh, sind die nicht traumhaft schön? Ich glaube, ich muss da noch mal rein. Möchtest du vielleicht in der Zeit auf den Markt gucken, ob du Limetten für unseren Kaperin ja findest? Bei Eis, Sir. Ah, ich nehme noch von den Karotten, bitte. Ja. Oh, gerne. Hallo. Bitte. Willkommen.
So, bitte sehr. Danke. Auf Wiedersehen. Hoppla! Ah, ja. Oh. Diane, schön, dich zu sehen. Und, wie geht's dir? Was machst du? Es geht mir gut. Was machst du hier eigentlich? Shoppen. Wir sind jetzt seit kurzem wieder in England. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wofür? Zum neuen Haus. Oh, danke. Gut siehst du aus. Danke, ich fühle mich auch blendend. Deine Haare. Was ist mit meinen... Ein bisschen Farbe tut manchmal Wunder. Wir waren ein halbes Jahr in Südostasien. Viele tolle Eindrücke, sage ich dir. Am schönsten war es wieder in Bangkok. Wir waren 3 Tage im Eastern in Orient. Stell dir vor, wir haben sogar dieselbe Suite gebucht. Andrew! Ja? Machst du die Liebe? Oh! Hallo, Liebling. Darf ich dir Diane vorstellen? Diane, das ist Charlotte. Sag mal, hast du nicht Lust, einfach mal vorbeizukommen? Shirley und ich, wir würden uns wahnsinnig freuen. Nicht wahr, Liebling? Es war nett, dich mal wieder gesehen zu haben. Ich ruf dich mal an. Die junge Dame hält uns ganz schön in Kraft. Dad, ich habe da was von einem Testament gehört. Miss Cunningham meint, dass der alte George euch das Haus vererben wollte. Unsinn, das war doch nicht ernst gemeint. Wir die Hausangestellten als die Erben vom Würdenhaus. Und wir wechseln? Ja. Warum eigentlich nicht? Wir könnten einen solchen Besitz finanziell gar nicht unterhalten. Das Haus gehört jetzt Mr. Chelsen. Und wir sind froh und dankbar, dass wir hier leben und arbeiten dürfen. Ist doch aber schon irgendwie komisch, dass es ein Testament geben soll. Glaubt mir, Junge, es ist gut so, wie es ist. Ja, mit ihr macht er sogar einen Einkaufsbund. Das hätte er früher nie getan. Stell dir vor, er schleppt sogar ihre Typen. Dad? Ja. Und weißt du was? Er färbt sich die Haare. Jetzt übertreibst du aber. Doch. Weißt du, es ist so ungerecht. Früher gab's nur die Arbeit. Wir hatten nicht genug Geld und ich habe ja akzeptiert, dass wir kaum Zeit füreinander hatten. Und dann ist es zu großem Geld gekommen und jetzt macht er genau das mit ihr, wovon ich immer geträumt habe. Er stellt unsere Ehe hin, als wäre sie nur ein lästiges Übel gewesen. Mom, nimm dir das doch nicht so zu Herzen. Andrew ist doch so einer gar nicht gewachsen. Jetzt sag los, du mitleidest ihn auch noch. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass er wegen so einer unsere Ehe einfach wegschmeißt. In so einer... Mom? Geht's dir gut? So komisch finde ich das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte wahrscheinlich vorher anrufen sollen, nicht? Sag bloß, du hast noch meine Nummer. So oft, wie du dich in den letzten Jahren bei Anne und mir gemeldet hast. Wieso? Ich habe euch doch geschrieben. Ah ja, stimmt. Danke für die vielen interessanten Ansichtskarten. Von unseren gemeinsamen Lieblingsorten. Na ja, wir hatten auf dem Markt so gut wie keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir so geht. Was macht eigentlich dein Unterricht? Ach, du meinst meine Beschäftigungstherapie, damit ich auf andere Gedanken komme. Gut. Sehr gut sogar. Kann es sein, dass du sauer bist wegen Shirley? Du hast mir nie gesagt, wie jung sie ist. War dir das etwa peinlich? Hm. Wo hast du sie denn aufgegabelt, ha? Ich habe Shirley nicht aufgegabelt. Sie hat sich in mich verliebt. Warum soll mich eine jüngere Frau nicht attraktiv finden? Liebe hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Liebe? Ich verstehe. Schnell noch mal Gas geben, bevor man in die Grube springt. Ich habe nicht vor, so schnell in die Grube zu springen, du. Shirley liebt mich, ich liebe sie, ja? Das hat mit der Angst vor dem Alter überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht mit der Angst, gemeinsam mit der eigenen Frau alt zu werden.
Wie du meinst. Schönen Tag noch. Du solltest dein Herz nicht übermäßig belasten. Du wirst bestimmt nicht jünger mit den Jahren. Es geht mir gut, Harry. Du solltest mit deinem ambitionierten Sportprogramm und den Reisen in die tropische Hitze aufhören. Das ist was, wenn man jung und frisch in den Knochen ist, aber nichts für einen Mann in deinem Alter. Seit ich mit Shirley zusammen bin, könnte ich Bäume ausreißen, Melina, ja? Diane war das alles irgendwie ganz anders. Na, das klingt ja, als wäre deine ganze Ehe mit Diane nichts wert gewesen. Unsinn. Diane hatte natürlich auch ihre Qualitäten, aber Shirley, Harry, ich sage dir, Shirley ist wie ein Jungbrunnen für mich, verstehst du? Mit ihr kann man Spaß haben. Ich fühle mich wie neugeboren, verstehst du? Nur das zählt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da noch andere Dinge gibt. Aber das ist deine Sache. Als dein Arzt muss ich dich aber leider auffordern, mit diesem Spaß kürzer zu treten. Sonst wird aus diesem Spaß ganz schnell ernst. Harry! Hast du schon mal was von einer Eigenhaartransplantation gehört? Nun, in deinem Fall bedeutet das, die Stalltür zu schließen, nachdem die Pferde abgehauen sind. Bis dann, Charles. Wiedersehen, Doktor. Seine Herzfrequenz ist unregelmäßig. Das ist normal bei ihm. Mr. Chelsom hat schon immer Herzrhythmusstörungen gehabt. Vielleicht könnten wir mit Akupunktur seine Lebensenergie stärken und mit Qigong sein inneres Gleichgewicht. Mr. Giggs, wir sind hier in Cornwall, nicht in China. Und seine Lebensenergien, mein Lieber, die baut er woanders auf. Beim Bäume versetzen. Oh Mann, das kann nicht so weitergehen. Ihr zwei seid doch erwachsene Menschen. Erklär bitte erst mal deinem Vater. Diane, schau zu. Mark Hamilton. Das ist eine Überraschung. Oh, schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Anne, Mark Hamilton. Anne? Hallo, wir kennen uns aus der Uni in London. Diane war meine Dozentin für Fotojournalismus. Du siehst fantastisch aus. Jetzt erzähl mal, was machst du hier in der Gegend? Stell dir vor, ich arbeite an einem Zyklus über Südengland. Für eine Ausstellung erst hier und dann in London. Das ist ja toll. In London? Da müssen Sie ja richtig gut sein. Ja, ich hatte ja auch die beste Lehrerin. Morgen arbeite ich am Hafen. Komm ich doch mal besuchen. Ich muss jetzt los. Aber wir sehen uns. Morgen? Nur dein Schüler. Anne, Mark und ich verbindet ein ganz besonderes Kunstverständnis. Knackiger Hintern. Und nett ist er auch noch. Beim alten Haleyburn stoße ich mit meinen chinesischen Weisheiten auf Granit. Ach, da sind ja tausende alte Erkenntnisse. Du weißt, dass sie auch mir das Leben gerettet haben. Dem kann sich auch ein Dr. Haleyburn nicht verschließen. Ach, das kann er. Das ist ein sturer Bock. Du musst da ein bisschen Geduld haben. Wenn er dir dann die Praxis übergeben hat, dann gehst du in deine eigenen Wege. Wenn er mir die Praxis übergibt, Dad. Woher soll ich denn das Geld für die Praxisübernahme nehmen? Der Bankmensch, mit dem ich gesprochen habe, der macht mir jedenfalls keine großen Hoffnungen, so ganz ohne Sicherheiten. Ich wünschte, der alte George hätte euch das Haus vererbt. Dann stünden wir jetzt besser da. Dr. Haleyburton hat eine sehr gut gehende Praxis. Glaub mir, es wird keine Probleme geben. Er wird dich als seine Nachfolger einsetzen. Ja, wir werden sehen. Wusstet ihr eigentlich, dass Anne wieder da ist? Anne Charlton? Ja. Sie war so ein reizendes Mädchen. Ihr beide hättet so gut zusammengepasst. Mom, du weißt genauso gut wie ich, warum daraus nichts wurde. Wegen deines Studiums. Ja. War nur zu deinem Besten. Du bist ein Arzt geworden. Deine Mutter und ich sind sehr stolz auf dich. Danke. So, lasst euch schmecken. Versuche immer die Bewegung einzufangen. Das haucht den Bildern Leben ein. Diane! Wie du siehst, habe ich mir deine ästhetischen Prinzipien zu eigen gemacht. Ich habe einige deiner Arbeiten in London gesehen. Du hast deinen eigenen Stil entwickelt. Romantisch, emotional und auch dynamisch. Wie du eben.
Ein echter Hamilton. Das ist das schönste Kompliment, das ich je gehört habe. Ist aber kein Grund abzuheben. Aber auf jeden Fall ein Grund, um seine alte Lehrerin auf ein Becher Kaffee einzuladen. Und die alte Lehrerin nimmt an. Genau so würde ich dich gerne ablichten. Auf einem Felsen, dein Blick aufs Meer gerichtet, nur dein Rücken. Er müsste nackt sein. Also Marc, ich glaube, es gibt auch interessantere Motive für dich, oder? Was ist interessant, dass eine schöne Frau und ein schöner nackter Rücken? Das ist doch peinlich. Stell dir vor, irgendjemand sieht das Bild und erkennt mich dann. Also gut, einverstanden. Du bekommst deine Bilderreihe. Von mir aus auch mit nacktem Rücken. Soll ihn doch jeder sehen. Echt? Ja, echt. Ich zieh sie schon hoch, aber sie müssen wenigstens mitklettern. Sie müssen nur wollen. Na los, halten Sie sich fest. Versuchen Sie, sich links zu halten. Keine Angst, ich hab sie. Kommen Sie, gleich haben Sie es. Halten Sie durch! Warte, ich komme! Da haben Sie sich wohl ein bisschen zu viel vorgenommen. Dad! Anne! Wie geht's dir? Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Ich wusste gar nicht, dass du in Cornwall bist. Wir hätten doch mal wieder zusammen klettern können, wie früher. Warum meldest du dich denn nicht? Warum meldest du dich denn nicht? Ich hätte mich über den Besuch meines Vaters sehr gefreut. Wir waren viel unterwegs, Shirley und ich. Wir haben die halbe Welt bereist. Shirley und du, das scheint auch alles zu sein, was dich noch interessiert. Soll nicht kindisch werden. Kindisch? Weißt du, was kindisch ist? Wenn man mit so einer Jüngeren die halbe Welt bereist, damit niemand etwas davon mitbekommt. Das ist kindisch. Jetzt übertreibst du aber, mein Kind. Hm? Diese Kletterei, machst du das eigentlich nur, um Shirley zu imponieren? Du machst dich doch total zum Affen. Denk doch mal an Mom, wie demütigend das für sie ist. Denkst du sowieso nur an dich. Hallo, Anne. Justin, dich schickt der Himmel. Wieso? Hast du vielleicht Benzin? Das hatten wir doch schon mal. Hm? Richtig, der Schulball. Mom hat mir ihren Wagen gegeben und vergessen aufzutanken. Mhm. An dem Abend hatten wir unser erstes Date. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Es war eine verdammt schöne Zeit. So unbeschwert. Keine Verpflichtung. Naja, nicht ganz. Warum hast du damals meine Briefe eigentlich nicht mehr beantwortet? Weil ich das nicht mehr ertragen habe, dich nur noch ein paar Mal in den Semesterferien zu sehen. Ich dachte mal, du hättest eine andere. Nee. Wie sieht's aus? Hm? Lass uns zum Strand fahren. Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen. Mein Vater hat sich für meine Ausbildung finanziell verausgabt. Da konnte ich keinen Rückzieher mehr machen. Und ein chinesischer Arzt hat ihm als jungen Mann das Leben gerettet. Also? Ach, jetzt verstehe ich auch, warum du in China studieren solltest. Ja. Er hat mir richtig Druck gemacht. Aber wenn es um seine eigenen Belange geht, da ist er hilflos. Das ärgert mich einfach. Angeblich wollte der alte George meinen Eltern das Haus vererben. Es soll sogar ein Testament geben, sagt Miss Cunningham. Aber das Haus fiel an die Stadt, weil es keine Erben gab. Ja.
Und anstatt der Sache mal auf den Grund zu gehen, da kehrt er alles unter den Teppich. Mit so einer Sicherheit im Rücken wäre ich mit einem Schlag alle meine Probleme los. Die Übernahme von Halliburtons Praxis, das wäre ein Klacks. Naja, jetzt gehört das Haus deinem Vater. Du kennst das Haus doch wie deine Westentasche. Ja, bin ja da aufgewachsen. Wieso? Ich könnte dir ja bei der Suche helfen. Na, wenn das kein überzeugendes Argument ist. Was, wenn mein Vater plötzlich reinkommt? Keine Angst. Nelly hat mir versichert, dass er zumindest heute frühzeitig zu Bett geht. Also mach dir deswegen mal keine Sorgen. Ja. So. Also. Ja? Ja. Das Testament. Ja. Muss ja irgendwo sein. Ja. 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 Vielleicht ein versteckter Tresor, oder? Oder ein Geheimfach oder irgendwie sowas. Oh Gott. Ist da jemand? Komm mit. Komm. Nelly, sind Sie das? Hier hat sich der alte George immer zurückgezogen, wenn er seine Ruhe haben wollte. Und du hast dich hier immer heimlich versteckt. Oh ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das bereut habe, von ihr weggegangen zu sein. Ich habe dich vermisst. Sehr. Können wir nicht einfach nochmal von vorne anfangen? Es hat sehr wehgetan damals. Und auch wenn ich es jetzt verstehe. Dich einfach so aufgeben. Das verstehe ich nicht. Schau, sie ist attraktiv und jung. Das erklärt alles. Wenn es dir zu kalt wird, meldest du dich, okay? Ja, es geht mir gut. Ich bin nur ein bisschen nervös. Herzinfarkt. Bitte kommen.
Madame sitzt wahrscheinlich wieder beim Friseur, statt bei ihrem Mann zu sein. Ich kann doch nicht wissen, was passiert ist. Als Frau spürt man sowas. Sie ist überhaupt an allem schuld. Nelly, sei nicht ungerecht. Ruf da Jan an. Am Ende stirbt er noch. Also nun mal nicht den Teufel an die Hand. Ruf die Nummer. Ja, hier ist die Nummer. Nelly konnte deine Frau nicht erreichen und ich dachte, ich hatte solche Angst, dass sie... Du hast mir einen solchen Schrecken eingejagt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Du musst dir ein bisschen Ruhe gönnen. Du bist ja schließlich keine 20 mehr. Ich weiß. Du siehst bezaubernd aus. Ja, im Gegensatz zu dir, mein Lieber. Sie können da nicht rein, hör sie wissen nicht ein. Können Sie doch nicht einfach verbiegen? Es tut mir leid. Diese Dame behauptet, sie sei ihre Frau. Stimmt schon, Schwester. Andrew, mein armer Liebling. Diane. Es tut mir so leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich war noch beim Friseur und ich hatte keinen Empfang auf dem Handy. Ich gehe dann jetzt. Ich habe ohnehin noch 1000 Dinge zu tun. Tja, dann. Danke dir, Diane. Wiedersehen, Andrew. Wiedersehen. Ich möchte mal wissen, was du dir dabei gedacht hast, einfach so schlapp zu machen, hm? Bin halt keine 20 mehr. Sollte ein bisschen kürzer treten. Wer sagt denn sowas? Die Ärzte. Ach, die. Was wissen die denn schon? Frühestens nach einer Woche darf ich wieder nach Hause. Ach, du wirst sehen. Bald bist du wieder ganz der Alte und im Winter fliegen wir zum Klettern nach Nepal. Wie gefällt dir eigentlich meine neue Frisur? Wir machen gute Fortschritte, Mr. Charlton. Was heißt hier Fortschritte? Wann bin ich wieder voll belastbar? Sie sind seit einer Woche aus dem Krankenhaus. An Ihrer Stelle wäre ich vorsichtig. Beim nächsten Mal kommen Sie vielleicht nicht so glimpflich davon. Müsst Ihr Ärzte eigentlich immer den Teufel an die Wand malen? In Ihrem Fall haben wir ihn wohl eher verjagt. Und damit er auch weiterhin schon dort bleibt, wo er hingehört, sollte er sich entspannen. Am besten jeden Tag eine Stunde Yoga. Bitte? Damit brauchen Sie meiner Frau gar nicht erst zu kommen. Es geht aber nicht um Ihre Frau, es geht um Sie. Doktor, davon verstehen Sie noch nichts in Ihrem Alter. Wie Sie meinen. Ich habe hier noch eine Kräutermischung für Sie. Davon nehmen Sie bitte täglich eine Tasse, wenn Ihre Frau nichts dagegen hat. Wiedersehen, Mr. Scherzer. Wiedersehen, Doktor. Das stinkt ja bestialisch. Na ja, auf jeden Fall hält es den Teufel fern. Guten Tag, Doktor. Na, wie geht's ihm denn? Besser, aber zu ungeduldig. Ich meine, er ist sowas von... Stur. Das haben Sie gesagt. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Andrew. Störe ich dich? Diane. Das ist aber eine schöne Überraschung. Ja, wie geht's? Gut. Hat Justin mir verordnet. Chinesische Kräuter stinken bestialisch. Es ist auch kein Earl Grey, sondern Medizin, Andrew. Ja. Gehen wir ein Stück? Ja. Wo ist denn eigentlich Shirley? Ach, weder beim Friseur oder beim Einkaufen. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Na ja, eine junge Frau hat ebenso ihre Bedürfnisse. Jedenfalls bin ich froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Ich danke dir. Vorsicht. Ja. Diane, was du mir damals in deinem Garten erzählt hast, du erinnerst dich. Die Angst, mit dir alt zu werden. Es tut mir leid, ich war verletzt. Du hattest ja recht. Womit? Gut, da lebt man jahrelang aneinander vorbei, verstehst du? Man denkt auch nicht weiter drüber nach. Plötzlich bekommt die Ehe so etwas Endgültiges. Was? Es kommt auch nichts mehr nach. Bis dass der Tod euch scheidet. Ja, ist das nicht furchtbar? Nein, das ist es nicht. Ehe muss doch keine Sackgasse sein. Und wenn, hast du den Ausweg aus deiner Sackgasse hier längst gefunden? Ja, hab ich. Entschuldigung. Shirley. Ich gehe ja schon. Na komm, lass doch deine Shirley nicht so lange warten. Wiedersehen, Diane. Ich kann nicht einfach absagen. Mary ist meine beste Freundin. Shirley, ich brauch dich jetzt hier bei mir. Ich dachte ja, die war halt nicht viel länger im Krankenhaus. Tut mir leid, dass ich dir damit nicht dienen kann. Ach, Andrew, komm. Ich habe meine alte Clique seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mir ist es wichtig, mit Freunden zu feiern, tanzen, fröhlich sein. Kannst du nicht mal darauf verzichten? Verzichten? Mein Leben lang habe ich verzichten müssen. Seit Tagen geht es nur noch um dich und deine Krankheit. Und ich bleibe dabei auf der Strecke. Nur weil ich jetzt etwas kürzer treten muss? Früher warst du jung und lustig. Und jetzt benimmst du dich wie ein alter Mann. Es wird hier geblieben, basta.
zurück. Haben wir nicht besprochen, dass du heute hier bleibst? Machst dir doch bei einem Glas von deinem spanischen Portwein gemütlich. Der Portwein kommt aus Porto, wie der Name schon sagt. Und das liegt immer noch in Portugal, Schätzchen. Sie hätte auch einmal zu Hause bleiben können, gerade jetzt. Sie ist jung, Nelly. Sie ist jung, Nelly. Zu jung. Ich bin froh, dass wir uns so schnell über die Ablösesumme für deine Praxis einig geworden sind. Stephen wird ein würdiger Nachfolger. Und glaub mir, er hat keine Flausen im Kopf wie diese chinesische Medizin. Nun ja, ich habe mich noch nicht so recht entscheiden können. Justin rechnet fest damit, die Praxis übernehmen zu können. Niemand ist in der Lage, eine Praxis ohne Startkapital zu übernehmen. Nein, natürlich nicht. Die haben es aber eigentlich. Allerdings. Komm, Schatz. Mr. Chelsea, Dr. Halliburton ist hier. Harry! Das ist ja eine Überraschung. Ist das jetzt ein Hausbesuch? Du kommst doch sonst nicht unter der Woche, altes Haus. Andrew, wir müssen reden. Ist was mit meinen Laborergebnissen nicht in Ordnung? Oh, nein, 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 mit dir ist alles in Ordnung. Es ist... Eigentlich solltest du ja Aufregung vermeiden, aber... Harry, wir kennen uns jetzt eine halbe Ewigkeit. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, raus damit! Es tut mir leid, Andrew. Es geht um deine Frau. Gestern war ich im Porthmeister Hotel. Ich habe dort mit Dr. Roberts und Stephen über die Übernahme meiner Praxis gesprochen. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Ich bin mit Mrs. Chelsea verabredet. Shirley Chelsea. Nein, es tut mir leid. Wir haben keine Buchung unter diesem Namen. Ah ja, danke. So, ja. Sie hat ja geheiratet. Schauen Sie doch bitte mal unter dem Namen Reynolds. Shirley Reynolds. Ja, sie ist hier. Oder zumindest war sie's. Sicher in Begleitung ihres Gatten. Ja, ein sehr charmantes Paar. Da haben Sie ja wirklich Pech gehabt. Sie haben sie gerade verpasst. Ja, sieht so aus. Wiedersehen. Wiedersehen. Nenne sie, du willst. Für mich steht jedenfalls fest. Ist ja toll. Da unternehme ich einmal was und schon bist du eifersüchtig. Ist dir eigentlich klar, was ich alles für dich tue? Ist dir eigentlich klar, was ich alles für dich tue? Seit Tagen machst du hier einen auf Pflegefall. Ich komme mir schon vor wie im Altenheim. Gut, dann schlage ich vor, dass wir in verschiedenen Zimmern nächtigen. Ich möchte dir nicht zumuten, neben einem Pflegefall zu schlafen. Nicht nötig. Ich brauche dein Bett nämlich nicht. Charlie! Wir sollten uns eine Weile aus dem Weg gehen. Willst du dich etwa von mir trennen? Ich möchte, dass du mal über den Wert unserer Ehe nachdenkst. Ich mache dir einen besseren Vorschlag. Warum ziehst du nicht einfach aus? Darüber beginne ich ernsthaft nachzudenken. Dann kannst du dieses Haus ja in ein Freudenhaus verwandeln. Die passende Veranlagung hast du ja. Und diese Spießer Nelly und Frederick kannst du auch gleich mitnehmen. Tratsch gegeben. Natürlich gebe ich nichts auf dieses ganze Gerede. Ja. Meine Eltern haben nie etwas davon erzählt. Sie werden bestimmt ihre Gründe dafür haben. Ganz bestimmt. Was kann ich? Doktor? Anne! Justin! Hey, ich hatte ja keine Ahnung. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, wie geht's dir? Du siehst gut aus. Seit wann bist du denn schon wieder zu Hause? Seit gestern. Arbeitest du immer noch für diese Firma in Chelsea? Tag und Nacht. Oh. Ich habe sozusagen gerade das große Los gezogen. 2 Monate frei wegen Bauarbeiten. Wow. Ja, ich,
Ich komme gerade von Miss Cunningham, Patientenbesuch. Also ich arbeite in der Praxis von Dr. Halliburton. Du warst ja nach deinem Studium wie vom Erdboden verschluckt. Ja, 2 Jahre China. Was hast du denn da gemacht? Traditionelle chinesische Medizin. Ich hatte einen Studienplatz in Beijing bekommen. Wow, du warst ja schon immer ein sehr ehrgeiziger Junge. Komm doch mit rein. Ich muss dann wieder nehmen. Die Pflicht ruft. Patientenbesuch. Ja? Wenn du magst, wir könnten ja mal zusammen was essen gehen. Oder ich koche was für dich, wenn du willst. Warum nicht? Chinesisch. Ich ruf dich an. Wir müssen unbedingt Einladungskarten drucken lassen. So, wen willst du denn einladen? Meine Freunde aus Chelsea, Lee und Margaret, Anthony, natürlich Tom, Lisa und Karen, was ganz praktisch ist, weil die drei in einer Rockband spielen. Können wir das nicht alles ein bisschen später machen? Ich kenne die meisten Leute doch gar nicht. Na und? Ich möchte so richtig feiern. So ein großes Haus ist doch zum Feiern da, oder nicht? Ja, ja. Das hätte auch von George kommen können. Komm, ich zeig dir mal was. Von hier aus sind wir immer raus zum Fischen. Das war eine tolle Zeit. Man sagt ja, dass es einen immer an den Ort der Kindheit zurückzieht. Ich fühle mich einfach nur wohl hier, weißt du? Wir hätten schon viel früher hierher kommen sollen. Du bist ja schon ein richtig großes Mädchen geworden. Kleine Johanna, auf Wiedersehen. Hallo, Joanna. Du bist aber groß geworden. Ist das nicht ein wundervoller Tag? Ja, soll ich Ihnen was mitbringen? Och, das ist nett von Ihnen. Würden Sie mir 1 Kilo Äpfel mitbringen? Für meinen Apfelkuchen. Gut, wird erledigt. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Joghurtbecher für die junge Dame. Mm. Bitte. Und ein Eisbecher für den Herrn Papa. Bitte sehr. Guten Appetit. Andrew, ich liebe dich. Für mich spielt Alter keine Rolle. Noch nicht. Aber wer weiß, in ein paar Jahren. Hm? Vielleicht verlässt du mich dann wegen eines Jüngeren. So ein Quatsch. Hätte ich dich denn sonst geheiratet? Hm? 3,55, bitte. Ich hab's leider nicht kleiner geschafft. Halten Sie durch! Warte, ich komme! Da haben Sie sich wohl ein bisschen zu viel vorgenommen. Dad! Ann! Wie geht's dir? Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Ich wusste gar nicht, dass du in Cornwall bist. Wir hätten doch mal wieder zusammen klettern können, wie früher. Warum meldest du dich denn nicht? Warum meldest du dich denn nicht? Ich hätte mich über den Besuch meines Vaters sehr gefreut. Wir waren viel unterwegs, Shirley und ich. Wir haben die halbe Welt bereist. Shirley und du, das scheint auch alles zu sein, was dich noch interessiert. Soll nicht kindisch werden. Kindisch? Weißt du, was kindisch ist? Wenn man mit so einer Jüngeren die halbe Welt bereist, damit niemand etwas davon mitbekommt. Das ist kindisch. Jetzt übertreibst du aber, mein Kind. Hm? Diese Kletterei, machst du das eigentlich nur, um Shirley zu imponieren? Du machst dich doch total zum Affen. Denk doch mal an Mom, wie demütigend das für sie ist. Denkst du sowieso nur an dich. Ich schick der Himmel. Wieso? Hast du vielleicht Benzin? Das hatten wir doch schon mal. Hm? Richtig, der Schulball. Mom hat mir ihren Wagen gegeben und vergessen aufzutanken. An dem Abend hatten wir unser erstes Date. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Es war eine verdammt schöne Zeit. So unbeschwert. Keine Verpflichtung. Naja, nicht ganz. Warum hast du damals meine Briefe eigentlich nicht mehr beantwortet? Weil ich das nicht mehr ertragen habe, dich nur noch ein paar Mal in den Semesterferien zu sehen.
Ich dachte mal, du hättest eine andere. Nee. Wie sieht's aus? Lass uns zum Strand fahren. Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen. Mein Vater hat sich für meine Ausbildung... Jetzt wahrscheinlich wieder beim Friseur, statt bei ihrem Mann zu sein. Sie kann doch nicht wissen, was passiert ist. Als Frau spürt man sowas. Sie ist überhaupt an allem schuld. Nelly, sei nicht ungerecht. Ruf da Jan an. Am Ende stirbt er noch. Also nun mal nicht den Teufel an die Hand. Ruf die Nummer. Ja, hier ist die Nummer. Nelly konnte deine Frau nicht erreichen und ich dachte, ich hatte solche Angst, dass sie... Du hast mir einen solchen Schrecken eingejagt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Du musst dir ein bisschen Ruhe gönnen. Du bist ja schließlich keine 20 mehr. Ich weiß. Ich weiß. Du siehst bezaubernd aus. Ja, im Gegensatz zu dir, mein Lieber. Sie können da nicht rein, hör sie, lesen Sie sich ein. Können Sie doch nicht einfach verbiegen. Es tut mir leid. Diese Dame behauptet, sie sei ihre Frau. Stimmt schon, Schwester. Andrew, mein armer Liebling. Diane. Es tut mir so leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich war noch beim Friseur und ich hatte keinen Empfang auf dem Handy. Ich gehe dann jetzt. Ich habe ohnehin noch tausend Dinge zu tun. Tja, dann. Danke dir, Diane. Wiedersehen, Andrew. Wiedersehen. Ich möchte mal wissen, was du dir dabei gedacht hast, einfach so schlapp zu machen, hm? Ich bin halt keine 20 mehr. Sollte ein bisschen kürzer treten. Wer sagt denn sowas? Die Ärzte. Ach, die. Was wissen die denn schon? Frühestens nach einer Woche darf ich hier nach Hause. Ach, du wirst sehen. Bald bist du wieder ganz der Alte und im Winter fliegen wir zum Klettern nach Nepal. Wie gefällt dir eigentlich meine neue Frisur? Ich wollte nicht, dass sich unser Leben ändert. Und dabei hat sich schon alles geändert. Charlie würde uns am liebsten rausschmeißen. Justin, Dr. Halliburton gibt ihm die Praxis nicht. Was redest du da? Es tut mir leid, Nelly. Ist das das Testament? Ja. Ich sollte es dem Notar übergeben. Ich, George Wilson, setze meine über all die Jahre treuen Angestellten, Nelly und Frederick Giggs, als meine alleinigen Erben ein. Herzlichen Glückwunsch. Sie wollte nur das Haus. Und ich dachte immer, sie wollte mir zuliebe hierher ziehen. Die ganze Zeit mit ihr eine einzige Lüge. Und das Größte ist, ihr gehört das Haus. Was? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich wollte sie absichern. Ich kann mal nur so blöd sein. Moment mal. Mit dem Testament ist der Kaufvertrag null und nichtig. Du bekommst wahrscheinlich nicht das ganze Geld zurück, aber... Charlie würde leer ausgehen? Ja, das Haus steht ihr nicht zu. Es gehört Nelly und Frederick. Dann könnte Justin sich ja hier eine Praxis einrichten. Dad? Ja? Ich liebe ihn.
Mach dir keine Sorgen, ich bringe das alles in Ordnung. Shirley kommt morgen aus der Klinik. Zum Glück keine Narben. Wie lange war deine Mutter mit Wilson zusammen? Ich weiß alles, du brauchst dich gar nicht rauszureden. Warum hat er sie verlassen? Er wollte sie heiraten. Und dann erfuhr der gute alte George, dass meine Mutter ein Kind hatte. Mich. Er hat sie verlassen. Und sie gab mir die Schuld. All die Jahre hat sie es mich spüren lassen. Ich habe mir nur zurückgeholt, was mir zusteht. Ich hoffe nur, dass ich dir eines Tages die Gier nach all dem Luxus verzeihen kann. Aber dass du mir 2 Jahre meines Lebens und meiner Liebe gestohlen hast, das ist unverzeihlich. Liebe. Was ist das schon? Du bist so naiv. Du hattest doch auch deinen Spaß, genau wie George mit meiner Mutter. Du hast mich die ganze Zeit über belogen. Belogen, dass ich nicht lache. Das ganze Leben ist eine einzige Lüge. Sie muss unbedingt mit mir reden. Und du? Ich auch. Ich will einen Tisch machen, und zwar endgültig, ja? Es dauert nicht lange, ich rufe dich an. Für mich ist diese Ehe jedenfalls beendet. Ich habe in letzter Zeit viel über uns nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass... Andrew, ich bin schwanger. Ich erwarte ein Kind von dir, Andrew. Das habe ich mir doch immer so gewünscht. So, das ist mir aber neu. Und wer sagt, dass das Kind von mir ist? Untersteh dich. Ich bin im 2. Monat. War ich in Malaysia etwa mit einem anderen Mann zusammen? Für Sie. Es ist Mrs. Chalsom. Mrs. Diane Chalsom. Es geht jetzt nicht. Ich rufe zurück. Sie ist also wieder zurück. Na gut. Gut, Nelly, danke vielmals. Wiederhören. Mom, willst du nicht rangehen? Nein, ich kann jetzt nicht mit ihm reden. Sie sind wieder zusammen. Tut mir leid, Mom. Ich verstehe das nicht. Ich komme so ausgenützt vor. So dumm. Seine ganzen Versprechungen. Das war eine einzige Lüge. Warum hat er sie nicht fortgeschickt? Er hat mir doch gesagt, er liebt sie nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Mann, du musst mit Ted reden. Vielleicht ist es nur ein Missverständnis. Ja, du hast recht. Aber auf dieses Missverständnis bin ich gespannt. Und er soll mir dabei in die Augen sehen. Oh ja. Was ist passiert, Andrew? Es hat sich Grundlegendes verändert. Shirley ist wieder bei dir. Ja. Ich bin auch ganz durcheinander. Ja, das merkt man. Bitte, Diane. Andrew, du hast mir doch gesagt, es sei dir klar geworden, dass du mich liebst. Ja, aber... Dass die Ehe mit Shirley ein Fehler war. Diane. Andrew, ich hab dir geglaubt. Nein, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das erklären soll, aber ich... Diane, ich werde noch mal Vater. Shirley, erwartet... Hallo, Liebling. Darf ich dir Diane vorstellen? Diane, das ist Shirley. Sag mal, hast du nicht Lust, einfach mal vorbeizukommen? Shirley und ich, wir würden uns wahnsinnig freuen. Nicht wahr, Liebling? Es war nett, dich mal wieder gesehen zu haben. Ich rufe dich mal an. Ganz schön den Kraft. Dad, ich hab da was von einem Testament gehört. Miss Cunningham meint, dass der alte George euch das Haus vererben wollte. Unsinn, das war doch nicht ernst gemeint. Wir die Hausangestellten, als die Erben von Würdenhaus. Und der Wechsel? Ja.
Warum eigentlich nicht? Wir könnten einen solchen Besitz finanziell gar nicht unterhalten. Das Haus gehört jetzt Mr. Chelsea und wir sind froh und dankbar, dass wir hier leben und arbeiten dürfen. Ist doch aber schon irgendwie komisch, dass es ein Testament geben soll. Glaubt mir, Junge, es ist gut so, wie es ist. Ja. Mit ihr macht er sogar einen Einkaufsfunk. Das hätte er früher nie getan. Stell dir vor, er schleppt sogar ihre Typen. Dad? Ja. Und weißt du was? Er färbt sich die Haare. Jetzt übertreibst du aber. Doch. Weißt du, es ist so ungerecht. Früher gab es nur die Arbeit. Wir hatten nicht genug Geld und ich habe ja akzeptiert, dass wir kaum Zeit füreinander hatten. Und dann? Dann ist er zu großem Geld gekommen und jetzt macht er genau das mit ihr, wovon ich immer geträumt habe. Er stellt unsere Ehe hin, als wäre sie nur ein lästiges Übel gewesen. Mom, nee, das tut nicht so zu Herzen. Andrew ist doch so einer gar nicht gewachsen. Jetzt sag bloß, du mitleidest ihn auch noch. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass er wegen so einer unsere Ehe einfach wegschmeißt. Wegen so einer... Mom? Geht's dir gut? So komisch finde ich das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte wahrscheinlich vorher anrufen sollen, nicht? Sag bloß, du hast noch meine Nummer. So oft, wie du dich in den letzten Jahren bei Anne und mir gemeldet hast. Übel gewesen. Mom, nee, das ist doch nicht so zu Herzen. Andrew ist doch so einer gar nicht gewachsen. Jetzt sag bloß, du mitleidest ihn auch noch. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass er wegen so einer unsere Ehe einfach wegschmeißt. Wegen so einer... Mom? Geht's dir gut? So komisch finde ich das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte wahrscheinlich vorher anrufen sollen, nicht? Sag bloß, du hast noch meine Nummer. So oft, wie du dich in den letzten Jahren bei Anne und mir gemeldet hast. Wieso? Ich habe euch doch geschrieben. Ah ja, stimmt. Danke für die vielen interessanten Ansichtskarten. Von unseren gemeinsamen Lieblingsorten. Ja. Wir hatten auf dem Markt so gut wie keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir so geht. Was macht eigentlich dein Unterricht? Ach, du meinst meine Beschäftigungstherapie, damit ich auf andere Gedanken komme. Gut. Sehr gut sogar. Kann es sein, dass du sauer bist wegen Shirley? Du hast mir nie gesagt, wie jung sie ist. War dir das etwa peinlich? Hm. Wo hast du sie denn aufgegabelt, ha? Ich habe Shirley nicht aufgegabelt. Sie hat sich in mich verliebt. Warum soll mich eine jüngere Frau nicht attraktiv finden? Liebe hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Liebe? Ich verstehe. Schnell noch mal Gas geben, bevor man in die Grube springt. Ich habe nicht vor, so schnell in die Grube zu springen, du. Shirley liebt mich, ich liebe sie, ja? Das hat mit der Angst vor dem Alter überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht mit der Angst, gemeinsam mit der eigenen Frau alt zu werden. Wie du meinst. Schönen Tag noch.
Ja. Guten Appetit. Andrew, ich liebe dich. Für mich spielt Alter keine Rolle. Noch nicht. Aber wer weiß, in ein paar Jahren. Vielleicht verlässt du mich dann wegen eines Jüngeren. So ein Quatsch. Hätte ich dich denn sonst geheiratet? Ja, 3,55 bitte. Ich hab's leider nicht kleiner. Dankeschön. Oh, sind die nicht traumhaft schön? Ich glaube, ich muss da noch mal rein. Möchtest du vielleicht in der Zeit auf den Markt gucken, ob du Limetten für unseren Cabernet findest? Dein Eis, Sir. Ah, ich nehme noch von den Karotten wieder. Oh, gerne. Hallo. Bitte. So, bitte sehr. Danke. Auf Wiedersehen. Hoppla. Oh. Ah, ja. Oh. Diane. Schön, dich zu sehen. Und, wie geht's dir? Was machst du so? Es geht mir gut. Was machst du hier eigentlich? Ja, shoppen. Wir sind jetzt seit kurzem wieder in England. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wofür? Zum neuen Haus. Oh, danke. Gut siehst du aus. Danke, ich fühle mich auch blendend. Deine Haare. Was ist mit meinen... Ein bisschen Farbe tut manchmal Wunder. Wir waren ein halbes Jahr in Südostasien. Viele tolle Eindrücke, sag ich dir. Am schönsten war es wieder in Bangkok. Wir waren 3 Tage im Eastern in Orient. Stell dir vor, wir haben sogar dieselbe Suite gebucht. Andrew! Ja? Was du die Liebe? Oh! Hallo, Liebling. Darf ich dir Diane vorstellen? Diane, das ist Charlie. Sag mal, hast du nicht Lust, einfach mal vorbeizukommen? Shirley und ich, wir würden uns wahnsinnig freuen. Ich war nicht wie? Es war nett, dich mal wieder gesehen zu haben. Ich rufe dich mal an. Die junge Dame hält uns ganz schön in Kraft. Dad, ich habe da was von einem Testament gehört. Was kann Ihnen gemeint, dass der alte George euch das Haus vererben wollte? Unsinn, das war doch nicht ernst gemeint. Wir die Hausangestellten, als die Erben von Würdenhaus. Wollen wir wechseln? Ja. Warum eigentlich nicht? Wir könnten einen solchen Besitz finanziell gar nicht unterhalten. Das Haus gehört jetzt Mr. Chelsea und wir sind froh und dankbar, dass wir hier leben und arbeiten dürfen. Ist doch aber schon irgendwie komisch, dass es ein Testament geben soll. Glaubt mir, Junge, es ist gut so, wie es ist. Ja. Mit ihr macht er sogar einen Einkaufsfunk. Das hätte er früher nie getan. Stell dir vor, er schleppt sogar ihre Typen. Dad? Ja. Und weißt du was? Er färbt sich die Haare. Jetzt übertreibst du aber. Zum Frühstück komme ich wohl zu spät. Das nächste gibt's erst morgen früh. Im Augenblick könnte ich nur eine Tasse Tee anbieten. Was für eine verlockende Alternative. 4 Wochen bis runter ins Mittelmeer. Und ich habe dabei nicht nur die schönsten Küsten Europas kennengelernt, sondern auch mich selbst wieder neu entdeckt. Ah, darauf bin ich aber gespannt. Ja. Ich kann heute sehr gut nachvollziehen, wie du dich damals gefühlt haben musst. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich könnte alles wieder rückgängig machen. Schau, Andrew, wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber vielleicht gibt es uns eine zweite Chance. Ja. Was hältst du denn davon, wenn dein Ex-Mann mal wieder für dich kocht? Was, du? Ja, das glaube ich nicht. Warum? Charlie kann nicht kochen. Also was blieb mir anders übrig, als einen Kochguss zu belegen? Oh, hoppla. Oh. Wozu doch so eine Trennung gut sein kann, was? Ja. Entschuldige. Ich werde dir zeigen, dass ich nicht nur Wasser kochen kann. Was hältst du denn von heute Abend bei mir? Oder bist du schon verabredet? Nein, bin ich nicht. Dann ist das ja heute mein Glückstag. Und Shirley? Shirley ist unterwegs. Und Nelly und Frederick haben ihren freien Tag, also sturmfreie Bude. Er ist von seiner Bootstour zurück. Unmöglich, wir können uns nicht sehen. Ich habe gerade aus dem Hotel ausgecheckt. Ja, wir müssen vorsichtig sein, oder willst du etwa das Haus aufs Spiel setzen? Ja, ich fahre jetzt erstmal zurück zu meiner Freundin Mary, damit er mich da erreichen kann. Als Alibi sozusagen. Ja. Okay, bis dann.
Wer hätte das gedacht, dass du mich einmal bekommst? Ja. Noch ein Gläschen Shampoos? Mhm. Dass du dabei so entspannt zuschauen kannst. Ich hätte das schon viel früher tun sollen, also dann wäre es das eine oder andere erspart. Eine Fürsorglichkeit muss dich ja schon ganz schön genervt haben. Und dich mein unwiderstehlicher Egoismus. Naja, vielleicht haben wir beide etwas dazugelernt. Hm? Ah, glaubst du, das ist in unserem Alter noch möglich? Probier doch mal. Mein lieber Schatz, wenn du in deinem hohen Alter noch so gut kochen lernst, dürfte alles andere kein Problem sein. Vielen Dank. Das war ein schöner Tag. Ja, und ein schöner Abend. Vielleicht sollten wir das mal wiederholen. Ja, dann vielleicht. Bis zum Schatz. Wiedersehen, Doktor. Seine Herzfrequenz ist unregelmäßig. Das ist normal bei ihm. Mr. Chelsom hat schon immer Herzrhythmusstörungen gehabt. Vielleicht könnten wir mit Akupunktur seine Lebensenergie stärken und mit Qigong sein inneres Gleichgewicht. Mr. Giggs, wir sind hier in Cornwall, nicht in China. Und seine Lebensenergien, mein Lieber, die baut er woanders auf. Beim Bäume versetzen. Oh Mann, das kann nicht so weitergehen. Ihr zwei seid doch erwachsene Menschen. Erklär bitte erst mal deinem Vater. Diane, schau zum. Mark. Mark Hamilton. Das ist eine Überraschung. Oh, schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Anne, Mark Hamilton. Anne? Hallo, wir kennen uns aus der Uni in London. Diane war meine Dozentin für Fotojournalismus. Du siehst fantastisch aus. Jetzt erzähl mal, was machst du hier in der Gegend? Stell dir vor, ich arbeite an einem Zyklus über Südengland. Für eine Ausstellung erst hier und dann in London. Das ist ja toll. In London? Da müssen Sie ja richtig gut sein. Ja, ich hatte ja auch die beste Lehrerin. Morgen arbeite ich am Hafen. Komm ich doch mal besuchen. Ich muss jetzt los. Aber wir sehen uns. Morgen? Nur dein Schüler. Anne, Mark und ich verbindet ein ganz besonderes Kunstverständnis. Knackiger Hintern. Und nett ist er auch noch. Beim alten Haleyburn stoße ich mit meinen chinesischen Weisheiten auf Granit. Ach, da sind ja tausende alter Erkenntnisse. Du weißt, dass sie auch mir das Leben gerettet haben. Dem kann sich auch ein Dr. Haleyburn nicht verschließen. Ach, das kann er. Das ist ein sturer Bock. Du musst ein bisschen Geduld haben. Wenn er dir dann die Praxis übergeben hat, dann gehst du in deine eigenen Wege. Wenn er mir die Praxis übergibt, nett. Woher soll ich denn das Geld für die Praxisübernahme nehmen? Der Bankmensch, mit dem ich gesprochen habe, der macht mir jedenfalls keine großen Hoffnungen, so ganz ohne Sicherheiten. Ich wünschte, der alte George hätte euch das Haus vererbt. Dann stünden wir jetzt besser da. Dr. Haleyburton hat eine sehr gut gehende Praxis. Glaub mir, es wird keine Probleme geben. Er wird dich als seine Nachfolger einsetzen. Ja, wir werden sehen. Wusstet ihr eigentlich, dass Anne wieder da ist? Anne Charlton? Ja. Sie war so ein reizendes Mädchen. Ihr beide hättet so gut zusammengepasst. Mom, du weißt genauso gut wie ich, warum daraus nichts wurde. Wegen deines Studiums. Ja. War nur zu deinem Besten. Du bist ein Arzt geworden. Deine Mutter und ich sind sehr stolz auf dich. Danke. So, lasst euch schmecken. Danke. Versuche immer die Bewegung einzufangen. Das haucht den Bildern Leben ein. Ich kann nicht einfach absagen. Mary ist meine beste Freundin. Charlie, ich brauche dich jetzt hier bei mir. Ich dachte ja, die war halt nicht viel länger im Krankenhaus. Oh, tut mir leid, dass ich dir damit nicht dienen kann. Ach, Andrew, komm. Ich habe meine alte Clique seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mir ist es wichtig, mit Freunden zu feiern, tanzen, fröhlich sein. Kannst du nicht mehr darauf verzichten? Verzichten? Mein Leben lang habe ich verzichten müssen. Seit Tagen geht es nur noch um dich und deine Krankheit. Und ich bleibe dabei auf der Strecke. Nur weil ich jetzt etwas kürzer treten muss? Früher warst du jung und lustig. Und jetzt benimmst du dich wie ein alter Mann. Es wird hier geblieben, basta. Charlie? Ich bin dann weg. Schönes Wochenende, Schätzchen. Ich bin Sonntagabend wieder zurück. Haben wir nicht besprochen, dass du heute hier bleibst? Machst dir doch bei einem Glas von deinem spanischen Portwein gemütlich. Der Portwein kommt aus Porto, wie der Name schon sagt. Und das liegt immer noch in Portugal, Schätzchen. Sie hätte auch einmal zu Hause bleiben können, gerade jetzt.
Sie ist jung, Nelly. Sie ist jung, Nelly. Zu jung. Ich bin froh, dass wir uns so schnell über die Ablösesumme für deine Praxis einig geworden sind. Stephen wird ein würdiger Nachfolger. Und glaub mir, er hat keine Flausen im Kopf wie diese chinesische Medizin. Nun ja, ich habe mich noch nicht so recht entscheiden können. Justin rechnet fest damit, die Praxis übernehmen zu können. Niemand ist in der Lage, eine Praxis ohne Startkapital zu übernehmen. Nein, natürlich nicht. Die haben es aber eigentlich. Komm, Schatz. Mr. Chelsea, Dr. Halliburton ist hier. Harry! Das ist ja eine Überraschung. Ist das jetzt ein Hausbesuch? Du kommst doch sonst nicht unter der Woche, altes Haus. Andrew, wir müssen reden. Ist was mit meinen Laborergebnissen nicht in Ordnung? Oh, nein, 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 mit dir ist alles in Ordnung. Es ist... Eigentlich solltest du ja Aufregung vermeiden, aber... Harry, wir kennen uns jetzt eine halbe Ewigkeit. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, raus damit! Es tut mir leid, Andrew. Es geht um deine Frau. Gestern war ich im Porthmanster Hotel. Ich habe dort mit Dr. Roberts und Stephen über die Übernahme meiner Praxis gesprochen. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Ich bin mit Mrs. Chelsea verabredet. Shirley Chelsea. Versuche immer, die Bewegung einzufangen. Das haucht dem Bild ein Leben ein. Diane! Wie du siehst, habe ich mir deine ästhetischen Prinzipien zu eigen gemacht. Ich habe einige deiner Arbeiten in London gesehen. Du hast deinen eigenen Stil entwickelt. Romantisch, emotional und auch dynamisch. Wie du eben. Ein echter Hamilton. Das ist das schönste Kompliment, das ich je gehört habe. Ist aber kein Grund abzuheben. Aber auf jeden Fall ein Grund, um seine alte Lehrerin auf einen Becher Kaffee einzuladen. Und die alte Lehrerin nimmt an. Genau so würde ich dich gerne ablichten. Auf einem Felsen, dein Blick aufs Meer gerichtet, nur dein Rücken. Der müsste nackt sein. Also Marc, ich glaube, es gibt auch interessantere Motive für dich, oder? Was ist interessant als eine schöne Frau und ein schöner nackter Rücken? Das ist doch peinlich. Stell dir vor, irgendjemand sieht das Bild und erkennt mich dann. Also gut, einverstanden. Du bekommst deine Bilderreihe. Von mir aus auch mit nacktem Rücken. Soll ihn doch jeder sehen. Echt? Ja, echt. Ich zieh sie schon hoch, aber sie müssen wenigstens mitklettern. Du musst nur wollen. Na los, halten Sie sich fest. Versuchen Sie, sich links zu halten. Keine Angst, ich hab sie. Kommen Sie, gleich haben Sie es. Halten Sie durch! Warte, ich komme! Da haben Sie sich wohl ein bisschen zu viel vorgenommen. Dad! Anne! Wie geht's dir? Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Ich wusste gar nicht, dass du in Cornwall bist. Wir hätten doch mal wieder zusammen klettern können, wie früher. Warum meldest du dich denn nicht? Warum meldest du dich denn nicht? Ich hätte mich über den Besuch meines Vaters sehr gefreut. Wir waren viel unterwegs, Shirley und ich. Wir haben die halbe Welt bereist. Shirley und du, das scheint auch alles zu sein, was dich noch interessiert. Okay.
Mr. Frederick. Mr. Chalsom, willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ach, Sie kennen meine Frau ja noch gar nicht. Liebling, das ist Nelly, der gute Geist vom Wilsonhaus. Ohne Nelly geht hier gar nichts. Meine Frau. Guten Tag, Nelly. Wir haben alles nach Ihren Wünschen vorbereitet. Danke. Wir sind froh, dass das Haus einen würdigen Nachfolger gefunden hat. Danke. Mr. Wilson hätte das sicher so gewollt. Ja. Geben Sie her. Andrew? Ja. Ach, Nelly. Meine Frau möchte das Haus ein bisschen aufwerten und umgestalten. Wollen Sie heute Abend hier speisen? Es ist alles vorbereitet. Nein, wir gehen aus. Vielen Dank, Nelly. Sie haben es ja gehört. Andrew, was hältst du denn davon, wenn wir die Fassade mit einer tollen Glaspyramide aufpeppen würden? Weißt du, so wie beim Louvre? Ja. Aufpeppen. Das ist doch hier kein Museum. Hier ist die neue Hausherrin. Daran musst du dich gewöhnen. Mr. Charlton wird ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden das haben. Das Haus gehört quasi ihr. Er will es ihr schenken. Das Haus? Ja. Als Hochzeitsgeschenk? Wenn ich dir das sage. Sie haben auf der Fahrt darüber gesprochen. Ich konnte es ja auch kaum glauben. Er ist reich und verliebt. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Das Gesicht... Mrs. Charlton war noch nie hier. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er sein Haar gefärbt hat? Hat er das? Schön, dich zu sehen. Hallo. Oh, gut siehst du aus. Naja, hatte ziemlich viel Stress im Büro. Stell dir vor, das ganze Gebäude ist eine einzige Baustelle. Dann wirst du dich ja beim Klettern wieder schön erholen. Mit guten Traditionen soll man noch nicht brechen. Erst 2 Monate kannst du bleiben, ist ja herrlich. Wieso ziehst du eigentlich nicht wieder ganz hierher? Mom, ich habe einen gut bezahlten Job in London. Nur der Job? Ja, so langsam habe ich auch fast alle Single-Bars von Soho bis zum West End durch. Ich glaube, in der Liebe haben wir beide kein Glück, was? Immerhin warst du mit Dad über 20 Jahre lang glücklich verheiratet. Danke, dass du mich daran erinnerst. Übrigens, stell dir vor, er hat das Wilson-Haus gekauft. Das gibt's nicht. Ja! Gefällt sie dir? Wenn sie dir gefällt. Ach, es ist wunderschön hier. Der ideale Ort, um zur Ruhe zu kommen. Willkommen daheim. Endlich. Ich liebe Sherry. Liebling, das ist ein Portwein. Der ist über 50 Jahre alt und kommt aus Portugal. Aus Porto. Ist doch egal. Du denkst zu viel. Das beschleunigt beim Mann den Haarausfall, habe ich gelesen. Ach, das ist ja interessant. Oh, oh, Mr. Chilson, da sind auch schon die ersten lichten Stellen zu sehen. Nun ist es amtlich. Sie werden alt. So. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wer hier alt ist. Ja. Ich dachte ja, die war halt nicht viel länger im Krankenhaus. Oh, tut mir leid, dass ich dir damit nicht dienen kann. Ach, Andrew, komm. Ich habe meine alte Clique seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mir ist es wichtig, mit Freunden zu feiern, tanzen, fröhlich sein. Kannst du nicht mal darauf verzichten? Verzichten? Mein Leben lang habe ich verzichten müssen. Seit Tagen geht es nur noch um dich und deine Krankheit. Und ich bleib dabei auf der Strecke. Nur weil ich jetzt etwas kürzer treten muss? Früher warst du jung und lustig. Und jetzt benimmst du dich wie ein alter Mann. Es wird hier geblieben, basta. Charlie? Ich bin dann weg. Schönes Wochenende, Schätzchen. Ich bin Sonntagabend wieder zurück. Haben wir nicht besprochen, dass du heute hier bleibst? Machst dir doch bei einem Glas von deinem spanischen Portwein gemütlich. Der Portwein kommt aus Porto, wie der Name schon sagt. Und das liegt immer noch in Portugal, Schätzchen. Sie hätte auch einmal zu Hause bleiben können, gerade jetzt. Sie ist jung, Nelly. Sie ist jung, Nelly. Zu jung. Ich bin froh, dass wir uns so schnell über die Ablösesumme für deine Praxis einig geworden sind. Stephen wird ein würdiger Nachfolger. Und glaub mir, er hat keine Flausen im Kopf wie diese chinesische Medizin. Nun ja, ich habe mich noch nicht so recht entscheiden können. Justin rechnet fest damit, die Praxis übernehmen zu können. Niemand ist in der Lage, eine Praxis ohne Startkapital zu übernehmen. Nein, natürlich nicht. Die haben es aber eigentlich. Allerdings. Komm, Schatz. Mr. Chilson, Dr. Halliburton ist hier. Harry! Das ist ja eine Überraschung. Ist das jetzt ein Hausbesuch? Du kommst doch sonst nicht unter der Woche, altes Haus. Andrew, wir müssen reden.
Ist was mit meinen Laborergebnissen nicht in Ordnung? Oh, nein, 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 mit dir ist alles in Ordnung. Es ist... Eigentlich solltest du ja Aufregung vermeiden, aber... Harry, wir kennen uns jetzt eine halbe Ewigkeit. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, raus damit! Es tut mir leid, Andrew. Es geht um deine Frau. Gestern war ich im Porthmaster Hotel. Ich habe dort mit Dr. Roberts und Stephen über die Übernahme meiner Praxis gesprochen. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Ich bin mit Mrs. Chilson verabredet. Charlie Chilson. Nein, es tut mir leid. Wir haben keine Buchung unter diesem Namen. Ah ja. Danke. Heißt das... Ja. Eine schöne Frau. Ja, wer diese Schönheit so gut einfängt, der muss etwas für sie empfinden. Jemand, der das erkennt, auch. Es klingt verrückt, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemand anders gibt, der sich in die eigene Frau verliebt. Ich bin mir sicher, dass es sehr viele Männer gibt, die sich in Diane verlieben würden. Ich fürchte, ich habe sie für immer verloren. Wenn man was verloren hat, dann kann man es wiederfinden. Und dann will ich daran festhalten. Für immer. Ach, Mark, das wäre aber nicht notwendig gewesen. Andrew! Diane. Verzeih, Diane, dass ich dich so schamlos überfalle. Ich bin wahrscheinlich der Letzte, den du erwartet hast. Diese wunderschönen Blumen. Ich weiß aber auch, dass jede Stunde zählt und dass ich die Stunden, die ich in diesem Leben noch habe, mit dir verbringen will. Am liebsten alle. Jede einzelne. Trau dich nur. Unser Herz. Unsere Liebe ist nicht tot, Diane. Nein, das ist sie nicht. Das war sie auch nie. Aber sag mal, wo hast du denn unsere Kette gefunden? Stell dir vor, unser Juwelier von damals existiert noch. Was alt macht neu? Ist das nicht ein schönes Symbol? Da ist noch eine Verabredung offen, erinnerst du dich? Die einsame Insel. Meinst du nicht, dass es dafür irgendwie nicht zu spät ist? Wann seid ihr denn wieder zurück? Spätestens, wenn unsere ganzen Vorräte aufgebraucht sind. Wahrscheinlich erst in ein paar Jahren. Ich möchte, dass du mal über den Wert unserer Ehe nachdenkst. Ich mache dir einen besseren Vorschlag. Warum ziehst du nicht einfach aus? Darüber beginne ich ernsthaft nachzudenken. Dann kannst du dieses Haus ja in ein Freudenhaus verwandeln. Die passende Veranlagung hast du ja. Und diese Spießer, Nelly und Frederick, kannst du auch gleich mitnehmen. Was mit seiner Yacht? Und er hat nicht gesagt, wie lange er bleiben wird? Na, gut. Danke, Nelly, dass Sie mich angerufen haben. Thank you.
Zum Frühstück komme ich wohl zu spät. Das nächste gibt's erst morgen früh. Im Augenblick könnte ich nur eine Tasse Tee anbieten. Was für eine verlockende Alternative. 4 Wochen bis runter ins Mittelmeer. Und ich habe dabei nicht nur die schönsten Küsten Europas kennengelernt, sondern auch mich selbst wieder neu entdeckt. Ah, darauf bin ich aber gespannt. Ja. Ich kann heute sehr gut nachvollziehen, wie du dich damals gefühlt haben musst. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich könnte alles wieder rückgängig machen. Schau, Andrew, wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber vielleicht gibt es uns eine zweite Chance. Ja. Was hältst du denn davon, wenn dein Ex-Mann mal wieder für dich kocht? Was, du? Ja, das glaube ich nicht. Warum? Schau, die kann nicht kochen. Also was blieb mir anders übrig, als einen Kochkurs zu belegen? Oh, hoppla. Oh. Wozu doch so eine Trennung gut sein kann, was? Ja. Entschuldige. Ich werde dir zeigen, dass ich nicht nur Wasser kochen kann. Was hältst du denn von heute Abend bei mir? Oder bist du schon verabredet? Nein, bin ich nicht. Dann ist das ja heute mein Glückstag. Und Shirley? Ich liebe Sherry. Liebling, das ist ein Portwein. Der ist über 50 Jahre alt und kommt aus Portugal. Aus Porto. Ist doch egal. Du denkst zu viel. Das beschleunigt beim Mann den Haarausfall, habe ich gelesen. Ach, das ist ja interessant. Oh, Mr. Chilson, da sind auch schon die ersten lichten Stellen zu sehen. Nun ist es amtlich. Sie werden alt. So, jetzt werde ich dir mal zeigen, wer hier alt ist. Ja. Der ist fertig, mein Schatz. Ich werde wohl nie verstehen, warum du aufgehört hast, für die großen Magazine zu arbeiten. Die ganzen Abenteuer auf Reisen, die vielen Eindrücke. Ich werde das immer mit Andrew verbinden. Und irgendwie gehört das auch zu meinem alten Leben. Vermisst du das denn gar nicht? Nein. Nur so Kleinigkeiten. Vielleicht eine Tasse Tee auf der Terrasse des Eastern und Oriental Hotels in Bangkok. Siehst du, ich muss schon wieder an deinen Vater denken. Du hängst immer noch an ihm. Du, ich habe mir mein Leben eigentlich so eingerichtet, dass ich ganz gut ohne ihn klarkomme. Und du weißt wirklich überhaupt nichts von seiner neuen Frau? Nein. Danke, Dr. Giggs. Die Kopfschmerzen sind so gut wie weggeflogen. Diese Akupunktur hat mir wirklich Wunder getan. Dr. Halliburton kann sich glücklich schätzen, Sie in seiner Praxis zu haben. Danke, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Dafür sind wir Ärzte doch schließlich da. Ach, das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich, glauben Sie mir. Und deshalb werde ich Sie ganz wärmstens an den Kaffeekreis unserer Seniorengruppe weiterempfehlen. Danke. Och, und bestellen Sie Ihren Eltern bitte ganz herzliche Grüße von mir. Das mache ich gern. Miss Cunningham. Ach, und ich hoffe, dass Nellie und Frederick nicht allzu verbittert sind wegen dem Haus. Entschuldigung? Na, Mr. Wilsons Haus. Es gehört doch eigentlich Ihren Eltern. Meinen Eltern? Ja, sicher. Es war für seine langjährigen Angestellten bestimmt. Der gute Mann hatte ja keine eigene Familie. Wie kommen Sie darauf? Also, ich habe früher gelegentlich als Sekretärin für Mr. Wilson gearbeitet. Damals hat er mir sogar den Entwurf eines Testaments diktiert. Ein Testament? Ich habe noch nie was davon gehört. Außerdem können die beiden mit so einem großen Haus verkaufen. Aber wenn ich es doch sage, niemand im Dorf konnte je verstehen, warum Mr. Chilson das Haus kaufen konnte. Oh, es hat damals viel Tratsch gegeben. Natürlich gebe ich nichts auf dieses ganze Gerede. Ja. Meine Eltern haben nie etwas davon erzählt. Sie werden bestimmt ihre Gründe dafür haben. Ganz bestimmt. Was kann ich denn? Doktor? Justin! Hey, ich hatte ja keine Ahnung. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, wie geht's dir? Du siehst gut aus. Wann bist du denn schon wieder zu Hause? Seit gestern. Arbeitest du immer noch für diese Firma in Chelsea? Tag und Nacht. Oh. Ich habe sozusagen gerade das große losgezogen. 2 Monate frei wegen Bauarbeiten. Ah. Oh. Ja, ich komme gerade von Miss Cunningham, Patientenbesuch. Also ich arbeite in der Praxis von Dr. Halliburton. Du warst ja nach deinem Studium wie vom Erdboden verschluckt. Ja, 2 Jahre China. Was hast du denn da gemacht? Die Stalltür zu schließen, nachdem die Pferde abgehauen sind. Wiedersehen, Doktor. Seine Herzfrequenz ist unregelmäßig. Das ist normal bei ihm. Mr. Chilson hat schon immer Herzrhythmusstörungen gehabt. Vielleicht könnten wir mit Akupunktur seine Lebensenergie stärken und mit Qigong sein inneres Gleichgewicht. Mr. Giggs, wir sind hier in Cornwall, nicht in China. Und seine Lebensenergien, mein Lieber, die baut er woanders auf. Bäume versetzen. Ja. Aber Mann, das kann nicht so weitergehen. Ihr zwei seid doch erwachsene Menschen. Das erklär bitte erst mal deinem Vater. Diane, schau zu. Mark. Mark Hamilton. Das ist eine Überraschung. Oh, schön, dich zu sehen. Ich freue mich.
Darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Anne, Mark Hamilton. Anne? Hallo, wir kennen uns aus der Uni in London. Diane war meine Dozentin für Fotojournalismus. Du siehst fantastisch aus. Jetzt erzähl mal, was machst du hier in der Gegend? Stell dir vor, ich arbeite an einem Zyklus über Südengland. Für eine Ausstellung erst hier und dann in London. Das ist ja toll. In London? Da müssen Sie ja richtig gut sein. Ja, ich hatte ja auch die beste Lehrerin. Morgen arbeite ich am Hafen. Komm mich doch mal besuchen. Ich muss jetzt los. Aber wir sehen uns. Morgen? Nur dein Schüler. Anne, Mark und ich verbindet ein ganz besonderes Kunstverständnis. Knackiger Hintern. Und nett ist er auch noch. Beim alten Haleyburn stoße ich mit meinen chinesischen Weisheiten auf Granit. Ach, da sind ja tausende alter Erkenntnisse. Du weißt, dass sie auch mir das Leben gerettet haben. Dem kann sich auch ein Dr. Haleyburn nicht verschließen. Ach, das kann er. Das ist ein sturer Bock. Du musst da ein bisschen Geduld haben. Wenn er dir dann die Praxis übergeben hat, dann gehst du in deine eigenen Wege. Wenn er mir die Praxis übergibt, Dad. Woher soll ich denn das Geld für die Praxisübernahme nehmen? Der Bankmensch, mit dem ich gesprochen habe, der macht mir jedenfalls keine großen Hoffnungen, so ganz ohne Sicherheiten. Ich wünschte, der alte George hätte euch das Haus vererbt. Dann stimmt man jetzt besser da. Dr. Haleyburton hat eine sehr gut gehende Praxis. Glaub mir, es wird keine Probleme geben. Er wird dich als seinen Nachfolger einsetzen. Ja, wir werden sehen. Wusstet ihr eigentlich, dass Anne wieder da ist? Anne Charlton? Ja. Sie war so ein reizendes Mädchen. Ihr beide hättet so gut zusammengepasst. Mom, du weißt genauso gut wie ich, warum daraus nichts wurde. Wegen deines Studiums. Ja. War nur zu deinem Besten. Du bist ein Arzt geworden. Deine Mutter und ich sind sehr stolz auf dich. Danke. So, lasst euch schmecken. Danke. Eigentlich Shirley. Ach, weder beim Friseur oder beim Einkaufen. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Naja, eine junge Frau hat eben so ihre Bedürfnisse. Jedenfalls bin ich froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Ich danke dir. Vorsicht. Ja. Diane, was du mir damals in deinem Garten erzählt hast, du erinnerst dich. Die Angst, mit dir alt zu werden. Es tut mir leid, ich war verletzt. Du hattest ja recht. Womit? Gut, da lebt man jahrelang aneinander vorbei, verstehst du, man denkt auch nicht weiter drüber nach. Plötzlich bekommt die Ehe so etwas Endgültiges. Also es kommt auch nichts mehr nach. Bis dass der Tod euch scheidet. Ja, ist das nicht furchtbar? Nein, das ist es nicht. Ehe muss doch keine Sackgasse sein. Und wenn, hast du den Ausweg aus deiner Sackgasse ja längst gefunden? Ja, hab ich. Entschuldigung. Shirley. Ich gehe ja schon. Na komm, lass doch deine Shirley nicht so lange warten. Wiedersehen, Diane. Ich kann nicht einfach absagen. Mary ist meine beste Freundin. Charlie, ich brauch dich jetzt hier bei mir. Ich dachte ja, die war halt nicht viel länger im Krankenhaus. Oh, tut mir leid, dass ich dir damit nicht dienen kann. Och, Andrew, komm. Ich habe meine alte Clique seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mir ist es wichtig, mit Freunden zu feiern, tanzen, fröhlich sein. Kannst du nicht mehr darauf verzichten? Verzichten? Mein Leben lang habe ich verzichten müssen. Seit Tagen geht es nur noch um dich und deine Krankheit. Und ich bleib dabei auf der Strecke. Ja, nur weil ich jetzt etwas kürzer treten muss? Früher warst du jung und lustig. Und jetzt benimmst du dich wie ein alter Mann. Es wird hier geblieben, Basta. Charlie? Bin dann weg. Schönes Wochenende, Schätzchen. Ich bin Sonntagabend wieder zurück. Haben wir nicht besprochen, dass du heute hier bleibst? Mach's dir doch bei einem Glas von deinem spanischen Portwein gemütlich. Der Portwein kommt aus Porto, wie der Name schon sagt. Und das liegt immer noch in Portugal, Schätzchen. Ich hätte auch einmal zu Hause bleiben können, gerade jetzt. Sie ist jung, Nelly. Sie ist jung, Nelly. Zu jung. Ich bin froh, dass wir uns so schnell über die Ablösesumme für deine Praxis einig geworden sind. Stephen wird ein würdiger Nachfolger. Und glaub mir, er hat keine Flausen im Kopf wie diese chinesische Medizin. Nun ja, ich habe mich noch nicht so recht entscheiden können. Justin rechnet fest damit, die Praxis übernehmen zu können. Niemand ist in der Lage, eine Praxis ohne Startkapital zu übernehmen. Nein, natürlich nicht. Die haben es aber eigentlich. Allerdings. Komm, Schatz.
Mr. Chelsea. Sitzt wahrscheinlich wieder beim Friseur, statt bei ihrem Mann zu sein. Sie kann doch nicht wissen, was passiert ist. Als Frau spürt man sowas. Sie ist überhaupt an allem schuld. Nelly, sei nicht ungerecht. Ruf da Jan an. Am Ende stirbt er noch. Also nun mal nicht den Teufel an die Wand. Die Nummer. Ja, hier ist die Nummer. Nelly konnte deine Frau nicht erreichen und ich dachte, ich hatte solche Angst, dass sie... Du hast mir einen solchen Schrecken eingejagt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Du musst dir ein bisschen Ruhe gönnen. Du bist ja schließlich keine 20 mehr. Ich weiß. Du siehst bezaubernd aus. Ja, im Gegensatz zu dir, mein Lieber. Sie können da nicht rein, hör sie, lesen Sie sich ein. Sie können doch nicht einfach verbiegen. Es tut mir leid. Diese Dame behauptet, sie sei ihre Frau. Stimmt schon, Schwester. Andrew, mein armer Liebling. Diane. Es tut mir so leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich war noch beim Friseur und ich hatte keinen Empfang auf dem Handy. Ich gehe dann jetzt. Ich habe ohnehin noch 1000 Dinge zu tun. Tja, dann. Danke dir, Diane. Wiedersehen, Andrew. Wiedersehen. Ich möchte mal wissen, was du dir dabei gedacht hast, einfach so schlapp zu machen, Bin halt keine 20 mehr. Sollte ein bisschen kürzer treten. Wer sagt denn sowas? Die Ärzte. Ach, die. Was wissen die denn schon? Höchstens nach einer Woche darf ich wieder nach Hause. Ach, du wirst sehen. Bald bist du wieder ganz der Alte und im Winter fliegen wir zum Klettern nach Nepal. Wie gefällt dir eigentlich meine neue Frisur? Mutter und ich sind sehr stolz auf dich. Danke. So, lasst euch schmecken. Versuche immer, die Bewegung einzufangen. Das haucht dem Bild ein Leben ein. Diane! Wie du siehst, habe ich mir deine ästhetischen Prinzipien zu eigen gemacht. Ich habe einige deiner Arbeiten in London gesehen. Du hast deinen eigenen Stil entwickelt. Romantisch, emotional und auch dynamisch. Wie du eben. Ein echter Hamilton. Das ist das schönste Kompliment, das ich je gehört habe. Hat aber keinen Grund abzuheben. Aber auf jeden Fall ein Grund, um seine alte Lehrerin auf ein Becher Kaffee einzuladen. Und die alte Lehrerin nimmt an. Genau so würde ich dich gerne ablichten. Auf einem Felsen, dein Blick aufs Meer gerichtet, nur dein Rücken. Der müsste nackt sein. Also Marc, ich glaube, es gibt auch interessantere Motive für dich, oder? Was ist interessant, dass eine schöne Frau und ein schöner nackter Rücken? Das ist doch peinlich. Stell dir vor, irgendjemand sieht das Bild und erkennt mich dann. Also gut, einverstanden. Du bekommst deine Bilderei. Von mir aus auch mit nacktem Rücken. Soll ihn doch jeder sehen. Echt? Ja, echt. Jetzt ziehen Sie schon hoch, aber Sie müssen wenigstens mitklettern. Sie müssen nur folgen. Na los, halten Sie sich fest. Versuchen Sie, sich links zu halten. Keine Angst, ich hab sie. Ah.
Kommen Sie! Gleich haben Sie es! Halten Sie durch! Warte, ich komme! Haben Sie sich wohl ein bisschen zu viel vorgenommen? Dad! Anne! Wie geht's dir? Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Ich wusste gar nicht, dass du in Cornwall bist. Wir hätten doch mal wieder zusammen klettern können wie früher. Warum meldest du dich denn nicht? Warum meldest du dich denn nicht? Ich hätte mich über den Besuch meines Vaters sehr gefreut. Wahrscheinlich wieder beim Friseur, statt bei ihrem Mann zu sein. Sie kann doch nicht wissen, was passiert ist. Als Frau spürt man sowas. Sie ist überhaupt an allem schuld. Nelly, sei nicht ungerecht. Ruf Dayan an. Am Ende stirbt er noch. Also nun mal nicht den Teufel an die Hand. Die Nummer. Ja, hier ist die Nummer. Nelly konnte deine Frau nicht erreichen und ich dachte, ich hatte solche Angst, dass sie... Du hast mir einen solchen Schrecken eingejagt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Du musst dir ein bisschen Ruhe gönnen. Du bist ja schließlich keine 20 mehr. Ich weiß. Du siehst bezaubernd aus. Ja, im Gegensatz zu dir, mein Lieber. Sie können da nicht rein, hör sie, lesen Sie sich ein. Sie können doch nicht einfach verbiegen. Es tut mir leid. Diese Dame behauptet, sie sei ihre Frau. Stimmt schon, Schwester. Andrew, mein armer Liebling. Diane. Es tut mir so leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich war noch beim Friseur und ich hatte keinen Empfang auf dem Handy. Ich gehe dann jetzt. Ich habe ja ohnehin noch 1000 Dinge zu tun. Tja, dann. Danke dir, Diane. Wiedersehen, Andrew. Wiedersehen. Ich möchte mal wissen, was du dir dabei gedacht hast, einfach so schlapp zu machen, Ich bin halt keine 20 mehr. Sollte ein bisschen kürzer treten. Wer sagt denn sowas? Die Ärzte. Ach, die. Was wissen die denn schon? Frühestens nach einer Woche darf ich wieder nach Hause. Ach, du wirst sehen. Bald bist du wieder ganz der Alte und im Winter Wagen gegeben und vergessen aufzutanken. Mhm. An dem Abend hatten wir unser erstes Date. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Es war eine verdammt schöne Zeit. So unbeschwert. Keine Verpflichtung. Naja, nicht ganz. Warum hast du damals meine Briefe eigentlich nicht mehr beantwortet? Weil ich das nicht mehr ertragen habe, dich nur noch ein paar Mal in den Semesterferien zu sehen. Ich dachte mal, du hättest eine andere. Nee. Wie sieht's aus? Lass uns zum Strand fahren. Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen. Mein Vater hat sich für meine Ausbildung finanziell verausgabt. Da konnte ich keinen Rückzieher mehr machen. Und ein chinesischer Arzt hat ihm als jungen Mann das Leben gerettet. Also? Ach, jetzt verstehe ich auch, warum du in China studieren solltest. Ja. Er hat mir richtig Druck gemacht. Aber wenn es um seine eigenen Belange geht, da ist er hilflos. Das ärgert mich einfach. Angeblich wollte der alte George meinen Eltern das Haus vererben. Es soll sogar ein Testament geben, sagt Miss Cunningham.
Aber das Haus wie an die Stadt, weil es keine Erben gab. Ja. Und anstatt der Sache mal auf den Grund zu gehen, da kehrt er alles unter den Teppich. Mit so einer Sicherheit im Rücken wäre ich mit einem Schlag alle meine Probleme los. Die Übernahme von Halliburtons Praxis, das wäre ein Klacks. Naja, jetzt gehört das Haus deinem Vater. Du kennst das Haus doch wie deine Westentasche. Ja, bin ja da aufgewachsen. Wieso? Ich könnte dir ja bei der Suche helfen. Ja, wenn das kein überzeugendes Argument ist. Was, wenn mein Vater plötzlich reinkommt? Keine Angst. Nelly hat mir versichert, dass er zumindest heute frühzeitig zu Bett geht. Also mach dir deswegen mal keine Sorgen. Ja. So. Also. Ja? Ja. Das Testament. Ja. Muss ja irgendwo sein. Ja. 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 Vielleicht ein versteckter Tresor, oder? Oder ein Geheimfach oder irgendwie sowas. Oh Gott. Ist da jemand? Komm mit. Komm. Nelly, sind Sie das? Ich hätte mich noch nach seinem Tod gemeldet. Es gibt doch noch Georges altes Telefonbuch. Nelly hat's aufbewahrt. Worauf wartest du denn noch? Besorg dir das unauffällig von ihr. Heute Abend ist die Eröffnung. Komm doch einfach mit. Auf keinen Fall, Harry. Ich kann ihr nicht mehr in die Augen sehen. Du liebst Diane immer noch. Und wenn schon. Wer sagt, dass du bei Shirley bleiben musst? Shirley erwartet ein Kind von mir. Und ein Kind gehört nun mal zu seinem Vater. Ich kann mich der Verantwortung nicht entziehen. Und was sagt Diane? Diane sagt, in meinem Leben gleicht sich alles aus. Ich schätze mal, das ist meine Quittung. Toi, 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 für deine erste Vernissage. Du bist nicht nur eine wunderschöne Frau, du bist auch ein wunderbarer Mensch. Und egal was ist, ich bin immer für dich da. Danke, Mark. Ich danke dir so sehr. Jetzt müssen wir aber los, deine Gäste warten. Die Ausstellung ist so ein Erfolg. Und dein Foto ist der Hit. Dad hat sich aber nicht hergetraut. Komm, Ben, sei doch nicht sauer. Ich bin es auch nicht. Er wird Vater. Der trägt dafür die volle Verantwortung. Und auch wenn es komisch klingen mag, genau aus diesem Grund liebe ich ihn umso mehr. Das nennt man wahre Liebe. Bewundernswert ist mir aber eine Spur zu selbstlos. Naja, ist dein Leben. Was ist mit deinem Justin? Noch klammert er nicht. Und mir scheint, er will auch nicht nur das eine. Entschuldigung. Oh, Diane, ein so schönes Bild. Was für eine Überraschung. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie sich für Kunst interessieren. Ich finde, wir sollten ein für alle Mal das Kriegsbeil begraben. Hm? Jetzt, wo wir doch alle eine große Familie sind und Nachwuchs erwarten. Und ich dachte, ihr freut euch. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Wer von den Gentlemen hätte denn die Güte, mich nach Hause zu fahren? Es wäre mir eine Ehre. Es geht ihr gut. Sie hat nur eine leichte Gehirnerschütterung. Ich habe Shirley etwas zur Beruhigung gegeben. Sie schläft jetzt. Aber... Ja? Shirley hat ihr Baby verloren. Es tut mir so leid. Weiß sie schon? Ja.
Und? Hast du irgendeinen Hinweis in seinem Adressbuch gefunden? In seinem Kalender stand doch immer was von den Zeiten.